So, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Andreas Lehrfeld, ich bin Programmreferent der Friedrich-Naumann-Stiftung hier in Baden-Württemberg und begrüße Sie sehr herzlich im Namen der Stiftung zu der heutigen Diskussionsveranstaltung. Ich darf kurz einige Worte zur Naumann-Stiftung sagen. Wir freuen uns zum einen sehr über die Kooperation im Rahmen der heutigen Veranstaltung. Wir setzen uns aus der Perspektive des politischen Liberalismus in Deutschland, in 8 Länderbüros, unser Sitz ist in Potsdam, aber auch in über mehr als 60 Staaten weltweit für die Themen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte ein. Seit letztem Jahr, da sind wir nicht alleine, alle politischen Stiftungen in Deutschland sind nicht mehr in Russland vertreten. Seit kurzem führen wir auch keine Projekte mehr in Russland durch mit der Zivilgesellschaft. In der Ukraine selbst sind wir vertreten und setzen uns dort eben mit der ukrainischen Zivilgesellschaft für die Förderung von Demokratie ein und auch die Resilienz der Ukrainerinnen und Ukrainer zu stärken. Hier in Baden-Württemberg führen wir jährlich in etwa 300 Veranstaltungen durch, unter anderem wie heute Abend Diskussionen, Vorträge, Lesungen, Seminare etc. Kurz zum Thema der Veranstaltung. Im Einladungstext steht noch die Sprengung des Kachowka-Staudamms. Zum damaligen Zeitpunkt konnte man die Ereignisse noch nicht vorhersehen. Die Ereignisse, die danach passiert sind, auch seit vergangenem Samstag, haben sich die Ereignisse ja überstürzt mit dem Marsch der Wagner-Söldner um Jewgeni Prigoschin nach Moskau und im Stopp 200 Kilometer vor der Stadtgrenze, die auch Risse in der russischen Führung erkennen lassen. Die Angriffe auf die Ukraine halten an. Der letzte große Angriff lief auf Kramatorsk mit vielen Toten. Der Economist, das britische Magazin, hat in dieser Woche gesagt, dass die Prämisse, dass die russische Aggression scheitert, muss sein, dass die Ukraine wohlhabend, demokratisch und sicher werden muss. Das bedeutet, es gibt zwei Fronten, die militärische Front, in der die Ukraine sich militärisch gegen die russische Aggression behaupten muss, aber auch die innere Front, da sind die Stichworte der Kampf gegen Korruption, der wirtschaftliche Wiederaufbau des Landes, der, auch wenn der Krieg eines Tages zu Ende sein wird, ein zentrales Thema beim Wiederaufbau sein wird. Da der IWF hat geschätzt, dass allein aus dem ersten Kriegsjahr Kosten von 400 Milliarden US-Dollar entstanden sind. Also das sind ungeheure große Kosten. Und sicherheitspolitisch, was die militärische Front betrifft, werden wir bald den NATO-Gipfel in Vilnius erleben. Die Ukraine wollte ja quasi eine Vollmitgliedschaft, oder strebt die Vollmitgliedschaft in der NATO an. Es wird wahrscheinlich sein, dass man einen NATO-Ukraine-Rat einrichten wird, als, wenn man böse sein möchte, als Trostpreis für die Ukraine. Genau. Ich möchte zum Ende meiner Begrüßung vor allem dem Institut für Osteuropäische Geschichte und Landeskunde hier an der Universität Tübingen danken, vor allem Klaus Gestwa, dass wir diese Veranstaltung heute Abend hier durchführen können. Und natürlich den Gästen des heutigen Abends, Herr Professor Masala und heute Morgen, ich darf Ihnen gratulieren für den Sicherheitshalber-Podcast, der den Karl-Carstens-Preis für sicherheitspolitische Kommunikation erhalten hat. Also herzliche Glückwünsche. Dann Professor Thomas Dietz hier von der Universität Tübingen, herzlich willkommen, und Dr. Oksana Hus. Herr Gestwa wird die Gäste kurz vorstellen. Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche und spannende Veranstaltung. Viel Spaß. Dankeschön. Und ich würde mich ganz gerne bei Herrn Lehrfeld und bei der Naumann-Stiftung bedanken, dass Sie als Co-Organisatorinnen und Organisatorinnen bei dieser schönen Veranstaltung mit eingestiegen sind. Mein Name ist Klaus Gestwa, ich bin der Direktor des Instituts für Osteuropäische Geschichte und Landeskunde hier an der Universität Tübingen, und ich habe die große Ehre, Ihnen, Sie alle, Sie, die im Saal sind und die bei Livestream uns zuschauen, im Namen unseres Institutes und des Slawischen Seminars ganz herzlich willkommen zu heißen. Ich danke auch der Hochschulkommunikation für die tatkräftige Unterstützung bei der Ausrichtung dieser Veranstaltung und natürlich auch dem Medienzentrum, das den Livestream ermöglicht. Und wir werden nachher dann auch die Aufzeichnungen ins Netz stellen über YouTube.
Also Ihnen auch ganz herzlichen Dank. Für Sie ist wichtig zu wissen, dass die Kamera nur auf das Podium gerichtet ist. Das heißt, wenn Sie dann später Fragen stellen, dann wird man Sie nicht mit dem Gesicht sehen, aber wir werden Sie entsprechend hören können. Und ein ganz besonderer Dank geht natürlich an unsere drei Gäste, die jetzt hier neben mir auf dem Podium sitzen. Sie haben den Familienurlaub im Schwarzwald unterbrochen, um nach Tübingen zu kommen, das Forschungssemester oder die Rundreise durch die Talkshows der Republik, um hier und heute mit uns zu diskutieren. Ich finde, das ist eine tolle Sache und Ihnen ganz herzlichen Dank. Ich sehe im Publikum auch einige schon bekannte Gesichter, die im letzten Semester unsere sehr erfolgreiche Studiengenerale-Veranstaltung Brennpunkt Ukraine besucht haben. Und wir haben uns entschieden, dass wir diese Vortragsreihe jetzt in einer kleineren Form auch in diesem Semester weiter fortsetzen werden. Und Sie sehen das auf dem Plakat mit dem blutenden Herz auf der ukrainischen Flagge. Wir hatten schon einen Vortrag im Rahmen, eine Historikerin hat vorgetragen, Tatjana Partnova, über die Stadt Dnipro. Wir haben am Ende dann noch eine Veranstaltung, wie Sie das auch sehen, da mache ich gleich ganz zum Schluss nochmal explizit Werbung dafür. Und Sie sehen auch, dass wir uns bei dieser dreiteiligen Vortragsreihe bemüht haben, zum einen die Politikwissenschaften stärker in den Blick zu nehmen, das war bislang unser Defizit, und dass wir halt viele Leute aus der Ukraine eingeladen haben, mit uns zu diskutieren. Das haben wir nicht so sehr gemacht, weil es uns um die Betroffenenperspektive geht, sondern wir haben einfach festgestellt, dass unsere Kollegen und Kolleginnen aus der Ukraine ein immenses Insiderwissen haben, was uns so nicht geläufig ist. Und wenn wir die aktuelle Situation im östlichen Europa vernünftig verstehen wollen, dann müssen wir diese Expertise auch hier in Deutschland umfassend erschließen. Und deshalb bin ich ganz besonders froh, dass wir heute Frau Oksana Huss auf unserem Podium haben. Sie ist aktuell als Postdoc an einem großen europäischen Verbundprojekt an der University of Bologna in Italien beschäftigt. Und da geht es um Antikorruptionstechnologien und soziale Bewegungen. Und sie hat zunächst Politikwissenschaft studiert an der Transkarpatischen Staatsuniversität in der Ukraine, in der Stadt Uschgorod, und hat danach ein weiteres Studium an auch der Politikwissenschaften an der LMU in München absolviert. 2018 hat sie dann an der Universität Duisburg-Essen promoviert zu dem Thema, wie Korruption und Korruptionsbekämpfungsmaßnahmen hybride Regime aufrechterhalten, Strategien der politischen Herrschaft unter den ukrainischen Präsidenten von 1994 bis 2014. Und das Buch ist, die Dissertation ist als englischsprachiges Buch erschienen, Stuttgart, New York, Columbia University Press. Sie hat auch als politische Analystin internationale Organisationen beraten, unter anderem den Europäischen Rat, die Europäische Kommission, die UNESCO und auch noch andere UN-Organisationen. Und sie hat sich auch aktiv in Trainings- und Ausbildungsprogramme eingebracht und dazu Lehrmaterialien verfasst, unter anderem ein Handbuch über Transparenz und Bürgerbeteiligung und Korruptionspraktiken in der Ukraine. Zudem hat sie mehrere Themenhefte herausgegeben und in einschlägigen Peer-Reviewed Journals publiziert. Und sie zählt international zu den profiliertesten Fachleuten für das Thema Korruption und Korruptionsbekämpfung in der Ukraine und ist deshalb ein sehr großer Gewinn für unser Podium heute. Ja, der bekannteste auf dem Podium sitzt rechts von mir, Carlo Massala. Er ist seit 2007 Leiter der Professur für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München und zugleich Direktor des Metis-Instituts für Strategie und Vorausschau und dann auch noch ein Co-Direktor oder ein assoziierter Direktor für Krisenfrüherkennung im Center for Intelligence and Security Studies. Zudem ist er Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Bundesakademie für Sicherheitspolitik sowie ständiger Sachverständiger in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zum Afghanistan-Einsatz. Und seine sehr aktive Politikberatung gründet er auf umfangreiche wissenschaftliche Studien. Er ist Mitherausgeber wichtiger politikwissenschaftlicher Fachzeitschriften. Sein Metis-Institut beispielsweise hat eine sehr breit aufgestellte Schriftenreihe mit ganz tollen Beiträgen, deren Lektüre sich unbedingt lohnt. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der internationalen Politik, besonders des Mittelmeerraums und natürlich des östlichen Europas. Ich erwähne jetzt nur aus seiner sehr umfänglichen Schriften-Publikationsliste die letzten wichtigen Bücher. Er ist Mitherausgeber des Handbuchs Internationale Beziehungen, in der zweiten Auflage 2017 erschienen.
dann Mitautor des Buches Das Wesen von Seemacht, die internationalen Beziehungen im maritimen Umfeld des 20. und 21. Jahrhunderts. Mittlerweile in der 4. Auflage bei Beck erschienen ist sein Buch Weltunordnung, die globale 7. Auflage, oh Gott. Also 7. Auflage, die globalen Krisen und das Versagen des Westens. Und für diesen Oktober hat der Beck Verlag ein neues Buch von Carlo Massala angekündigt mit dem Titel Bedingt abwehrbereit, Deutschlands Schwäche in der Zeitenwende. Und man muss kein biblischer Prophet sein, um vorauszusagen, dass das auch mehrere Auflagen erhalten wird. Herr Massala ist natürlich aktuell ein gern gesehener Gast bei den bekannten Talkshows und trägt bei diesem Talkshow-Medien-Olymp zu einem erheblichen Gewinn an Kompetenz und an Coolness bei. In dieser Woche habe ich ihn sowohl bei Anne Will als auch bei Lanz gesehen. Wie immer, kompetent, kompakt und knackig. Und der Beck Verlag kündigt Carlo Massala an. Ja, nicht zitieren, bitte. Na, okay. Das erzähle ich später. Gut, ja. Also mich hat es neidisch gemacht. Er ist auf Twitter außerordentlich aktiv. Schauen Sie nach. Auf Twitter außerordentlich aktiv. Stand heute waren 144.900. Nach der heutigen Veranstaltung werden die 145.000 geknackt. 120.000 runter. Nein, keinen Fall. Und in diesem Jahr ist er für dieses Engagement auf Twitter auch mit dem goldenen Blogger gekürt worden. Gerade haben wir schon gehört, Sie haben mir die neueste Nachricht vorweggenommen. Ich möchte aber noch erwähnen, dass vor 3 Wochen die Niedersächsische Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Carlo Massala, die Lichtenberg-Medaille verliehen hat. Und zwar dafür, dass er seit dem Beginn von Russlands imperialen Eroberungskrieg den Stand der Wissenschaft in die öffentliche Debatte zur Sicherheitspolitik eingebracht hat. Und ich zitiere jetzt kurz aus der Laudatio, das darf ich doch, ne? Er hat dabei in enormer Weise zur Versachlichung dieser Debatte beigetragen und dies über lange Zeit fortgeführt, obwohl zahlreiche Anfeindungen und persönliche Diffamierungen auszuhalten waren. So, toll ist es, dass Sie neben Lanz und Will auch Zeit gefunden haben, Hus, Dietz und Gestwer zu besuchen. Wir freuen uns sehr. Danke. Und jetzt stelle ich meinen letzten Kollegen vor, der in Tübingen sowohl in der Universität als auch in der Stadtlandschaft sehr bekannt ist, der Kollege Thomas Dietz. Neben seinen Forschungs- und Lehrtätigkeiten in Mannheim, Kopenhagen, Aarhus, München und Birmingham wurde er 2009 dann in Tübingen auf die Professur für Politikwissenschaften und internationale Beziehungen berufen, im gleichen Monat wie ich im Übrigen. Und im gleichen Jahr erhielt er dann auch den Anne-Lindt-Preis für seine Verdienste um die Erforschung der EU-Außenpolitik. Von 2015 bis 2017 war er Präsident der European International Studies Association und auch er ist Mitherausgeber wichtiger politikwissenschaftlicher Fachzeitschriften und Reihen. Und zu seinen zentralen Arbeitsgebieten, die ich jetzt kurz zusammengefasst habe, gehören die Rolle von Institutionen in der internationalen Gesellschaft, die EU als Akteur in der Weltpolitik, Grenzkonflikte, der Zypernkonflikt, die Entwicklung in der Türkei und eben auch Klimawandel und die Herausforderung des globalen Regierens. Und zu den wichtigsten letzten Publikationen gehören 3 Bücher, die ich exemplarisch anführen möchte. Einmal die EU, The EU and Global Climate Justice, Normative Power Court in Normative Battles, der war ja Co-Autor 2021. The EU, Promoting Regional Integration and Conflict Resolution 2017 und The Securitization of Climate Change 2016. Und er hat zuletzt auch einige sehr kluge Aufsätze zum russischen Angriffskrieg in einschlägigen Fachzeitschriften publiziert und veröffentlicht und sich, das möchte ich auch nochmal betonen, in einigen Events hier in Tübingen auch in die öffentliche Debatte eingebracht und seine Statements haben in der Osteuropa-Community immer wohlwollende und große Resonanz gefunden. Also vielen Dank, dass du heute unser Podium bereicherst. So, und jetzt geht es darum, also Sie sehen, wir haben ein sehr hochkompetentes Podium heute, bei dem unsere 3 Gäste gleich in ihren Eingangsstatements jeweils unterschiedliche Akzente setzen. Das Ziel, was wir haben, ist, dass wir tatsächlich ein breites Themenspektrum ganz gerne hier Ihnen präsentieren und abdecken möchten. Der Verlauf der Veranstaltung ist so geplant, dass die 3 zuerst die Möglichkeit zu kürzeren Statements haben, um eben aus ihren Forschungen heraus wichtige Punkte anzusprechen, die wir dann in der Diskussion weiter aufgreifen können. Dann wird es auf dem Podium zuerst eine kleine Diskussionsrunde geben. Wir versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und im weiteren Verlauf, so
19:15 Uhr, 19:20 Uhr, je nachdem, möchten wir dann ganz gerne die Diskussion auch für das Auditorium öffnen, sodass Sie Ihre Fragen dann an das Podium richten können. Um 20 Uhr, Punkt 20 Uhr, müssen wir dann diese Veranstaltung hier beenden. So, wir haben uns vorher kurz zusammengesetzt, was denn so von der thematischen Reihenfolge her am besten wäre. Und Herr Masala wird zuerst beginnen, dann kommt Thomas Dietz und Frau Huss. Die habe ich am Anfang vorgestellt als Erste, aber beim Statement ist sie dann, weil sie die ukrainische Perspektive dann highlightet, am Ende des Statements, und dann schauen wir, wie wir in die Diskussion kommen. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen herzlichen Dank, Herr Geswar. Kann man mich verstehen? Nein. Warte ich jetzt oder fange ich an zu schreien? Nee, das ist gut so. Geht's jetzt? Ja? Also vielen herzlichen Dank für die Einladung, hierher zu kommen. Die habe ich sehr, sehr gerne angenommen. Nicht nur, weil mein sehr geschätzter Kollege Thomas Dietz hier auch drauf sitzt, sondern weil ich jetzt irgendwie das vierte oder fünfte Mal insgesamt in Tübingen bin und immer wieder gerne hierher komme. Ich finde es toll, dass Sie bei diesen angenehmen Temperaturen in diesem Vorlesungssaal hier erschienen sind. Und die Flecken auf meinem Hemd resultieren daraus, dass wenn Thomas auf dem Podium sitzt, ich immer ein bisschen Angst habe, dass ich schlecht dastehe. Vielleicht noch zur Information. Wir haben darum gebeten, dass die Klimaanlage auf volle Pulle gestellt wird. Sie läuft auf volle Pulle. ich bin hier angekommen und Herr Geswar war so freundlich, mich vom Bahnhof abzuholen. Und dann sind wir irgendwie ins Hotel gefahren und dann habe ich gefragt, wie lange habe ich denn Zeit? Und dann sagt er, ja, so 10 Minuten. Und da fühle ich mich so ein bisschen wie George Bernard Shaw, der mal einen Vortrag vor der British Academy of Literature halten musste zum Einfluss der Romantik auf die britische Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts, da hingekommen ist und den Chairman gefragt hat, wie lange habe ich denn Zeit zu reden? Und der Chairman sagte, 7 Minuten. Und Shaw sagt dann, aber wie soll ich denn alles, was ich zu dem Thema weiß, in 7 Minuten sagen? Und der Chairman sagte, sprechen Sie langsam. Also, insofern haben wir uns auf dieser Taxifahrt darauf geeinigt, weil Herr Kollege Geswar hatte den Eindruck, es gibt zwei Sachen, die von besonderem Interesse hier sind für das Publikum, nämlich was ist am Wochenende passiert, wie ordne ich das ein und wie ist der Stand der ukrainischen Gegenoffensive. So. Also ein eher, ich sag mal, ein kurzer analytischer Teil und ein kurzer deskriptiver Teil und dann der versucht, das alles in 10 Minuten durchzubekommen. Das Erste, was ich finde, wir sollten aufhören, darüber zu reden, und das ist sozusagen methodisch, dass Wagner eine Söldnergruppe ist. Nach allen Regeln der Kunst entspricht Wagner nicht einer Söldnerarmee. Söldner sind Staatsangehörige anderer Nationen, die für Geld in sozusagen reguläre Streitkräfte reingehen und dort mit diesen kämpfen. Bestes Beispiel ist die französische Fremdenlegion. Das sind in dem Sinne Söldner. Wagner ist eine private Militärfirma. Das ist eine ganz andere Kategorie. Also das heißt, dieses ganze Gerede von den Wagner-Söldnern, das klingt alles sexy, sind keine Söldner. Das ist eine private Militärfirma, die kennen wir aus der internationalen Politik. Die hatten ihre Hochzeit in den 90er Jahren. Es gibt noch immer ein paar. Und Wagner ist in dem Sinne auch keine richtige private Militärfirma, weil sie nicht unabhängig ist, sondern sie ist ein Instrument des russischen Staates gewesen. Wagner, ich sag's mal sehr überspitzt, wird kontrolliert in Anführungszeichen vom russischen Militärgeheimdienst oder hat sehr enge Verbindungen mit diesem und entspricht damit nicht so ganz den Kriterien einer wirklich unabhängigen privaten Militärfirma, wie wir sie normalerweise gekannt haben. Das nur sozusagen als semantischer Teil, weil ich finde das wichtig, weil Söldner suggeriert was ganz anderes als das, was Wagner ist. Was haben wir von Freitag, ich glaube 9.15 Uhr bis Samstag, irgendwann auch nochmal 9 Uhr oder sowas, da in Moskau erlebt? Erstens, das war kein Putschversuch gegen Putin. Punkt. Das Ziel von Wagner war es, die russische Militärführung, also den russischen Generalstabschef sowie den russischen Verteidigungsminister von der Machtposition zu entfernen. Das ist ein alter, schwelender Konflikt zwischen der Gruppe Wagner oder sagen wir mal Prigozhin selber als Chef der Gruppe Wagner und der russischen militärischen Führung. Ich sage jetzt militärischen Führung, meine damit aber auch Shoigu immer mit, der sozusagen der Verteidigungsminister ist. Worum geht es in diesem Konflikt? Das ist ein doppelter Konflikt letzten Endes. Der eine resultiert, oder ein dreifacher Konflikt. Sagen wir mal ein dreifacher Konflikt. Der fing an damit, dass Prigozhin zu denjenigen zählte, die wie viele, ich sag mal, extrem nationalistische Russen
die taktisch-operative Kriegsführung in der Ukraine aufs Schärfste kritisiert haben und sie als zu schwach empfanden, sie als falsch empfanden. Damit fing dieser Konflikt an. Der steigerte sich dann in eine zweite Phase, als Wagner in Bachmut tätig war und Prigozhin der russischen militärischen Führung vorwarf, sie, die Wagner-Gruppe nicht mit genug Munition zu versorgen. Ja, also sozusagen im Verteilungskampf. Es geht mehr an die reguläre russische Armee als an die Gruppe Wagner. Die Gruppe Wagner hat nicht genug Munition und anderes, um ihre Aufgaben in Bachmut zu erfüllen. Das war dann die zweite Phase. Und die dritte Phase, die dann auch erklärt, warum das, was am Wochenende passiert ist, ist ein Dekret. Und Sie wissen alle, Prigozhin ist ein ehemaliger Leibwächter von Putin und ein ehemaliger Caterer von Putin. Also sozusagen eng mit Putin gewesen. Ja? Putin erlässt ein Dekret, wonach bis zum 1.7., das heißt also bis irgendwie übermorgen, private Militärfirmen in Russland sich den regulären Streitkräften unterordnen müssen. So, private Militärfirmen sind in Russland verboten. Es gibt sie zuhauf. Berühmteste ist die Gruppe Wagner. Es gibt, Gazprom hat eine, mehrere Oligarchen haben eine, aber die sind eigentlich verboten. Es darf sie nicht geben. Und am 1.7. sollten die alle sozusagen den russischen Streitkräften unterstellt werden und damit Teil der regulären Streitkräfte werden. Und Prigozhin hat sich sehr früh dagegen ausgesprochen und hat gesagt, das wird mit der Gruppe Wagner nicht passieren. Wow. Das ist der Auslöser für das gewesen, was wir sozusagen diesem Wochenende dann gesehen haben. Es ging nicht um Putin, es ging um die Absetzung von Gerasimov und Shoigu, resultierend aus diesem Konflikt, der diese drei Dimensionen hat, mit der Gruppe Wagner. Das erklärt auch, warum der erste Vorstoß zu Rostov am Don war. Prigozhin hat erwartet, dass dort Gerasimov anwesend ist, um ihn festzusetzen. Gerasimov hatte aber sozusagen das Hauptquartier schon längst verlassen und Prigozhin hat dieses Hauptquartier besetzt. Wenn Sie einen Putsch machen wollen gegen Putin, dann gehen Sie nicht sozusagen zum Hauptquartier im südlichen Militärbezirk. Dann machen Sie einen klassischen Putsch und versuchen sozusagen die zentralen Institutionen des Staates zu besetzen und die sind halt alle mal in Moskau. Deswegen kein Putsch, sondern da stimmt es, es ist in der Tat eine Meuterei gewesen gegen die militärische Führung. Gescheitert ist er, dritter Punkt, weil Prigozhin sich mehr Unterstützung aus dem Sicherheitsapparat erhofft hat. Er hat darauf spekuliert, dass sich immer mehr Teile der russischen Streitkräfte und anderer sozusagen Sicherheitsinstitutionen ihm anschließen werden. Das ist nicht erfolgt und damit letzten Endes hatte er keine Alternative, außer dieses Unternehmen, also die Kolonne nach Moskau, die nach Moskau gefahren ist, dann abzubrechen und sich auf diese Vereinbarung mit Putin einzulassen. Dass er gar nicht mal sozusagen fälschlicherweise auf mehr Unterstützung gehofft hat oder vielleicht diese Signale bekommen hat, können Sie aus dieser Rede Putins am Samstagmorgen herauslesen, die in einer Art und Weise dieses ganze Ereignis dramatisiert hat, wie Putin normalerweise nichts dramatisiert. Also egal, wie schlecht es für die russischen Streitkräfte in der Ukraine läuft, Putin setzt sich auf Pressekonferenzen hin und verharmlost das alles und sozusagen ist immer mit der Message, es läuft im Prinzip alles nach Plan, wir kommen voran und negiert ganz einfach das, was an Katastrophen in der russischen Operationsführung passiert. Er geht, nachdem er 12 Stunden geschwiegen hat, geht er Samstagmorgen vor die Presse, vergleicht das mit einer Situation von 1917, ja, also hochdramatisiert, fordert seine Streitkräfte dazu auf, und jetzt kommt der Punkt, weil auch Putin sozusagen nicht weiß, ob sich Teile der Streitkräfte anschließen oder Informationen hatte, dass es sozusagen Bewegungen gibt, das weiß ich nicht, fordert seine Streitkräfte auf, keine falschen Entscheidungen zu treffen. Das heißt letzten Endes, bleibt alle da, wo ihr seid und geht nicht auf die andere Seite und ruft die nationale Einheit aus. Also von daher, Sie sehen, die ganze Dramatisierung dieses Events resultiert nicht daraus, dass jetzt Wagner mit Prigozhin sagt selber 25.000, wir wissen nicht, ob das stimmt, aber dass sozusagen 25.000 maximal Männer sich irgendwie auf Moskau oder ein Teil von diesen auf Moskau zubewegt, sondern sozusagen, dass es Risse in diesem Machtfundament von Putin gibt. Und damit bin ich schon bei dem nächsten Punkt. Diese ganzen 36 Stunden haben ganz einfach gezeigt, es gibt diese Risse in diesem Machtfundament von Putin. Ja, es gab keinen Widerstand gegen den Vormarsch der Gruppe Wagner. Es gab begrenzten Widerstand bei dem Vormarsch auf Moskau. Das war eine riesige Klatsche für die russische Luftwaffe. Die russische Luftwaffe hat in diesen 6 bis 7 Stunden, wo sie versucht hat, diesen Vormarsch zu stoppen, mehr Piloten und mehr Gerät verloren, als in den letzten 2 Monaten in der Ukraine, wo sie eigentlich, ich sag mal, tagtäglich aktiv ist. Ja?
Söldnertruppen, jetzt sage ich selber Söldnertruppen, also private Militärfirmen konnten sich frei in Russland bewegen. Das waren nicht nur Wagner, sondern auch Kadyrov, der mit seinen Leuten dann plötzlich zu Rostov am Don gerufen wurde. Und was das Ganze gezeigt hat, ist letzten Endes, dass Putin nicht in der Lage ist, das zu erfüllen, was man eigentlich von Regierungen erwartet, innere Sicherheit. Ja? Es gab keinen nennenswerten Widerstand von irgendwelchen russischen Sicherheitsinstitutionen gegen den Vormarsch der Gruppe Wagner. Von daher ist es eine riesige Klatsche für Putin. Das muss man ganz einfach so sagen. Die gezeigt hat, wie schwach dieser russische Staat momentan ist im Inneren. Nicht im Äußeren, aber im Inneren. Was ist jetzt die Folge davon? Ich glaube, die Folge davon, die können wir noch nicht einschätzen. Also entweder werden diese, und das hängt sehr stark mit der Operationsführung, und dann komme ich gleich zu dem zweiten Thema, und ich weiß, ich rede schon wieder zu lange. Das hängt sehr stark mit der Operationsführung in der Ukraine zusammen. Entweder diese Risse können nicht gekittet werden, und dann werden sie breiter werden, je schlechter es für die Russische Föderation in der Ukraine läuft. Das wird zurückwirken auf das ganze russische System und die ganze Machtbalance, die um Putin drumherum existiert. Oder aber Putin versucht, seine Macht zu konsolidieren und wird in den nächsten Wochen und Monaten so eine Mischung zwischen Stalin und Erdogan 2016 an den Tag legen. Nämlich sozusagen Säuberung in den eigenen Reihen, sehr gewaltsam, und den Versuch sozusagen, die Leute auszutauschen durch absolute Getreue. Das heißt, der Staat, der ohnehin schon auf dem Weg in einen faschistischen Staat ist, wird sozusagen diese Entwicklung noch beschleunigen. Was passieren wird, kann ich Ihnen nicht sagen, aber mehr Optionen gibt es eigentlich nicht. Ja? Es gibt das Gerücht, aber das ist sozusagen, das ist wirklich nur ein Gerücht, dass Surovikin, Luftwaffengeneral, angeblich Prigozhin unterstützen wollte und dass er festgesetzt worden sei. Das ist das Gerücht. Es gibt dann aber auch sozusagen das Gegengerücht, dass das nicht stimmt und so weiter und so fort. Aber wenn das stimmt, dass er festgesetzt worden ist, ein Stellvertreter soll auch festgesetzt worden sein, dann deutet eher mehr darauf hin, dass Putin jetzt seine eigenen Reihen säubert. Von denjenigen, die er nicht für loyal genug hält, die Kritiker sind der militärischen Operationsführung in der Ukraine. Und ich sag mal so, das muss nicht schlecht für die Ukraine sein. Surovikin war einer derjenigen, der taktisch operativ sicherlich einer der besten russischen Generäle in der Ukraine war. Also seit als er das Oberkommando übernommen hat, hat die russische Armee in der Ukraine angefangen zu lernen und ist sozusagen schwieriger für die ukrainische Armee gemacht. Von daher ist das keine schlechte Nachricht, dass zumindest, wenn gesäubert wird in diese Richtung, dass da gesäubert wird. Und generell muss man einfach sagen, je mehr Chaos in Moskau, desto besser für die Ukraine. Das ist jetzt der Teil zu dem Putsch der Gruppe Wagner. Ich komme ganz kurz, darf ich noch 2 Minuten an? Ja. Gut. Ich komme ganz kurz zu dieser Gegenoffensive, was wir da sehen. Also erstens sehen wir noch nicht die Gegenoffensive im vollen Gange. Wir sehen den Versuch von leichten Brigaden, Korridore zu schaffen, russische Logistik zu zerstören und Korridore zu schaffen, durch die nachher die schweren Brigaden durch können. Weil das Gelände dort ist sehr stark befestigt, es ist sehr stark vermint. Jede Vorstellung, dass das eine klassische Gegenoffensive ist, wie wir sie zum Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg kennen oder aus anderen Kriegen kennen, das ist unrealistisch. Also diese Verbände, die dort operieren, tasten sich noch vor und versuchen, die Lücke zu finden, um für die schweren Verbände dann wirklich die massive Offensive zu öffnen. Ob das gelingen wird, steht in den Sternen. Aber heute war insofern kein schlechter Tag, also das meine ich jetzt nicht normativ, doch, das meine ich normativ, war insofern kein schlechter Tag, als dass wir, wie ich finde, sehr beeindruckende Entwicklungen in Bachmut gesehen haben. Also eine Stadt, für die die russische Armee, Gruppe Wagner und russische Armee, 10 Monate gebraucht haben, die einzunehmen, gibt es extrem viel Bewegung von der Nord- und der Südflanke der ukrainischen Streitkräfte, die, wenn es so weitergeht, dazu führen könnte, dass Bachmut in den nächsten Wochen wieder zurück zur Ukraine geht. Was natürlich eine immense psychologische Wirkung haben wird. Also diese Stadt Bachmut, die aus meiner Sicht, da streiten sich viele, militärisch völlig wertlos ist, ist von den Russen so hochgehangen worden, um sie zu erobern, weil man brauchte einen Sieg in einer mittelgroßen ukrainischen Stadt, den man nach 10 Monaten unter erheblichen Verlusten erreicht hat, die möglicherweise in den nächsten Wochen komplett wieder in die Ukraine zurückfällt. Da darf man die psychologische, militärisch ist das völlig egal, strategisch ist das völlig egal. Aber die psychologische Wirkung, die das auf die ukrainischen Streitkräfte, auf die russischen Streitkräfte und dann auch auf die ukrainischen natürlich haben wird, die dürfen Sie nicht unterschätzen. Ganz kurz dazu. Zweiter Punkt, wir sehen heute viel Bewegung und viel Vorstöße in Saporischschja, im Oblast. Und das ist
Meine These, das eigentliche Ziel dieser Gegenoffensive wird es sein, die südliche von der östlichen Front zu trennen. Um, wenn sie die südliche Front von der östlichen Front trennen, den Druck auf die Krim aufzumachen. Weil die Krim ist der einzige Punkt, von dem ich sagen würde, der die militärische Logik im Kreml verändern könnte. Nämlich der Gestalt, dass wenn die Krim, oder wenn man befürchten muss, die Krim zu verlieren, die Logik greift, dass von der Fortführung des Konfliktes man jetzt mehr verlieren wird, als man gewinnen wird. Bisher ist die russische Logik, dass man von der Fortführung des Konfliktes noch mehr gewinnen wird, als dass man verlieren wird. Und das ist sozusagen kein guter Stand, um zu Verhandlungen zu gehen. Wenn die Krim auf der Kippe steht, könnte sich diese Logik ändern. Deswegen glaube ich, dass das die entscheidende Schneise in dieser Gegenoffensive sein wird. Aber es wird halt noch Wochen und Monate dauern, bis wir sehen, ob das erfolgreich sein wird. Und jetzt kommt aber der Punkt, Saporischschja ist ein Problem deshalb wegen des Kernkraftwerks. Da ist der Kühlkreis vermint, das wissen wir. Wir wissen nicht gesichert, ob die LKWs sozusagen mit dem Sprengstoff dastehen. Das ist eines der Gerüchte, aber das wissen wir nicht gesichert. Zumindest ich weiß es nicht gesichert. Und ich schließe nicht aus, das muss ich ganz einfach sagen, ich schließe nicht aus, dass wenn die Russische Föderation realisiert, dass sie sozusagen die südliche Front verliert, sie zünden wird. Und deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass vor dem NATO-Gipfel, aber spätestens am NATO-Gipfel, eine klare Botschaft an die Russische Föderation ausgeht, dass das Sprengen von Saporischschja gleichgesetzt wird mit dem Einsatz einer taktischen Nuklearwaffe. Das heißt, dass die Russische Föderation in dem Moment die gleichen, ich zitiere Anthony Blinken, katastrophalen Konsequenzen zu befürchten hätte, wie wenn sie taktische Nuklearwaffen in der Ukraine einsetzt. Weil das ist die einzige Möglichkeit, das ist keine gesicherte, aber die einzige Möglichkeit sozusagen im Falle des Verlustes der südlichen Front möglicherweise die Sprengung dieses Atomkraftwerkes zu verhindern. Und damit lasse ich es jetzt erstmal, den Rest können wir in der Diskussion machen. Danke. Okay, ganz herzlichen Dank. Vielleicht zum letzten Punkt noch der Hinweis, das haben wir im Vorgespräch auch schon thematisiert gehabt, vielleicht haben Sie es mitbekommen, der US-Kongress hat gestern eine entsprechende Resolution verabschiedet, und zwar mit den Stimmen der Demokraten und der Republikaner, dass tatsächlich die Zerstörung einer Nuklearanlage auf dem Territorium der Ukraine tatsächlich wie der Einsatz einer taktischen Atombombe gewertet wird und eben dann Artikel 5 des NATO-Vertrags greifen wird. Das ist, glaube ich, eine ziemlich eindeutige Nachricht. Das ist aber nur eine Resolution des Kongresses. Und es geht eben darum, jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, das mit einer noch größeren politischen Dringlichkeit und als Abstreckung Kulisse dann auch nochmal in der politischen Öffentlichkeit darzustellen. So, und jetzt, oh, das ist aber echt ein Sprung, muss ich jetzt sagen. Jetzt gehen wir von diesem doch sehr besorgniserregenden Thema zu einem anderen Thema über. Da geht es nicht um Atomkraftwerke, aber es geht auch um einen sehr wichtigen politischen Prozess. Thomas, ich würde dich bitten, dein Statement zu den Beziehungen der Ukraine und eben der Europäischen Union kurz zu thematisieren. Ja, vielen Dank. Ich hätte das jetzt auch so eingeleitet, dass jetzt was komplett anderes kommt. Carlo verbringt ja einen guten Teil seiner Zeit jetzt mit diesen Nachrichten und den Talkshows und so weiter. Ich musste heute einen Artikel zu Klimapolitik der EU und einen zu Zypern fertigstellen. Ich bin also kein Experte für Russland und Ukraine. Mein Gebiet hier sind die internationalen Beziehungen, und da interessieren mich so Dinge wie internationale Ordnung und auch Europa. Und das heißt, ich begebe mich jetzt so ein bisschen von dem, was gestern passiert ist, auf eine andere Abstraktionsebene und versuche trotzdem vielleicht einige interessante Dinge zu sagen. Ich möchte gerne vier Punkte machen und vier kurze Punkte, aber möchte vorher noch kurz auf Wagner eingehen. Bin da vollkommen d'accord. Das stimmt. Das war eine sehr gute Analyse dessen, was, glaube ich, da passiert ist. Vielleicht sollte man noch hinzufügen, dass wir seit geraumer Zeit in den internationalen Beziehungen mit diesem Problem zu kämpfen haben, dass bestimmte, insbesondere autoritäre Staaten, sich auf solche privaten Sicherheitsfirmen verlassen und diese einbinden in ihre eigenen militärischen Operationen. Das ist insofern jetzt auch interessant für das, was gleich kommen wird, weil das eigentlich natürlich gegen das für die internationale Gesellschaft als eine Gesellschaft von Staaten sehr zentrale Prinzip des Gewaltmonopols steht. Das heißt, der Staat gibt im Grunde genommen seine Gewalt aus der Hand in der sozusagen kurzfristigen Annahme oder in der
Annahme, dass das kurzfristig oder mittelfristig zumindest seinen Interessen dient, weil er selber das sozusagen nicht bewerkstelligen kann, weil die eigene Armeeleistung da nicht ausreicht. Das ist aber, sagen, wenn Sie so kurzfristig denken, und auf diese Kurzfristigkeit des Denkens werde ich noch häufig zurückkommen müssen in meinen 10 Minuten, wenn Sie so kurzfristig denken, haben Sie eben ein Problem, dass natürlich das auch irgendwann anders ausgehen kann. Und ich glaube, was wir hier sehen, ist die Einsicht auch auf Seiten Putins, dass das zu weit gegangen ist, dass er zu viel Macht aus der Hand gegeben hat, und das versucht er jetzt sozusagen irgendwie einzuhegen, und dieser Protestmarsch ist sozusagen ein Marsch da dagegen. Die Hoffnung wäre, muss ich sagen, dass das auch Konsequenzen hat für andere Machthaber, die vielleicht jetzt sehen, dass diese, sagen, Auslagerung von dessen, was eigentlich dem Gewaltmonopol des Staates steht, dass diese Auslagerung Probleme mit sich bringen kann. Das wäre die eine Seite. Die andere Seite aber ist, dass ich denke, dass der Geist aus der Flasche ist, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es Putin gelingen wird, das so einfach jetzt einzuhegen. Das heißt, wir werden da noch einiges sehen an Prozess, ja, und deswegen würde ich auch sagen, also wenn ich jetzt Putin wäre, würde ich auch versuchen zu säubern, um eben die, sagen, Probleme, die mein eigenes, sozusagen meine eigenen Entscheidungen vorher mit sich gebracht haben, zu minimieren. Jetzt aber zu den 4 Punkten, die ich eigentlich machen wollte, und da dreht es jetzt um Punkte, die eigentlich sagen, also eher in zurückblicken und in die Zukunft blicken, und das tun aus einer, sagen, höheren Ebene. Der erste Punkt, den ich gerne machen würde, ist der Punkt, dass wir mit Russland nicht zu viel, sondern zu wenig Interdependenz hatten. Eines der, sagen, Kernargumente, die im Moment ja kursieren, ist, dass die Interdependenz mit Russland, also das Wirtschaften mit Russland, sozusagen ein Problem war, und dass wir, sagen, die Interdependenz in der Welt zurücknehmen müssen. Theoretisch ist das ein Problem, weil, wenn man sich anschaut, was die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland ausgemacht haben, wir nicht sagen können, dass das dem Idealbild von Interdependenz entspricht. Das Idealbild von Interdependenz, wenn sie friedensfordernd wirken soll, besteht darin, dass beide Seiten verletzbar sind. Diese Verletzbarkeit aber gab es nicht, jedenfalls nicht sozusagen in einem symmetrischen Sinne. Im Gegenteil war es so, dass die Europäische Union und insbesondere die Bundesrepublik Deutschland sich in die Position einer Verletzbarkeit hineingebracht hat, während umgekehrt Russland, wir nennen das, empfindsam war. Das heißt, man hat bestimmte Güter aus der EU importiert, die waren auch wichtig, aber man kann sie zumindest über eine ganze Zeit hinweg substituieren oder reparieren lassen oder sonst etwas, oder sind Konsumgüter, die, sagen, auch nicht lebenswichtig sind. Wir hingegen wollten billiges Gas, haben das bekommen und haben uns da in eine Abhängigkeit gebracht, die sozusagen nur dann funktioniert, wenn es dann beiderseitig ist. Und das ist ein Problem. Sie können Interdependenz nur dann als Friedensstiftung machen, wenn solche Abhängigkeiten auf beiden Seiten bestehen. Mit einem Staat wie Russland ist es aber extrem schwierig. Was für Güter sollen wir da noch austauschen, jenseits von Rohstoffen, die eine solche gegenseitige Abhängigkeit herstellen würden? Das scheint mir problematisch zu sein, und in Zukunft muss es uns also deswegen entweder gelingen, Handelsbeziehungen so aufzubauen, dass eine solche gegenseitige Abhängigkeit besteht. Deswegen würde ich auch sagen, der Fall China liegt etwas anders als der Fall Russland. Können wir uns in 5 Jahren nochmal treffen und schauen, ob ich recht behalten habe. Oder aber jedenfalls sollten wir uns nicht an den Hals von irgendwelchen autoritären Staaten werfen für kurzfristige Interessen. Und das gilt für Russland genauso wie etwa für die Türkei. Da haben wir ja ähnliche Fehler gemacht. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, der damit zusammenhängt, ist, dass die Politik, die Außenpolitik, konsistenter werden muss. Die Bundesrepublik Deutschland, auch die EU,
sind unglaublich gut darin gewesen und immer noch gut darin, gegenüber anderen Zeigefinger zu erheben, dabei aber zu übersehen, dass die eigene Politik häufig den sozusagen normativen Anforderungen, die da postuliert werden, nicht entspricht. Und das ist ein zentrales Problem. So können wir sagen, nicht weiter agieren. Wir sehen immer wieder das Problem, dass hier kurzfristige Interessen, dass man denen nachgibt, aber langfristig das sozusagen uns auf die Füße fällt. Und das betrifft im Übrigen nicht nur Entscheidungen von PolitikerInnen, sondern das betrifft auch uns alle hier, wenn es darum geht etwa, dass wir sagen, alle dafür sind, die Klimakrise zu bekämpfen. Aber wenn es darum geht, die Autos umzustellen oder abzuschaffen, wenn es darum geht, Bahn zu fahren, wir sind wieder Bahn gekommen heute. pünktlich. Dann plötzlich wollen wir das nicht mehr. Wenn es darum geht, Windkrafträder aufzustellen, wollen wir das nicht mehr. Der Engländer sagt dazu, NIMBYs, not in my neighborhood. Und wir sind alle oder sehr viele von uns NIMBYs. Ja? Und das ist eine Inkonsistenz. Dann schimpfen wir über die Politik, aber wenn es vor der Haustüre ist, ist das auch ein Problem. Und hier würde ich dringend anmahnen, wir brauchen eine größere Konsistenz in der Außenpolitik, aber Außenpolitik wird auch vor der eigenen Haustür gemacht. Drittens, und das ist vielleicht noch mal etwas kontroverser. Wir leben in einer Welt der Staaten, und das kann man bedauern. Ich habe lange Zeit sozusagen das Prinzip der Staatlichkeit kritisiert und so weiter. Aber wir leben in einer Welt der Staaten, die eine bestimmte Ordnung hat. Und Russland hat gegen diese Ordnung verstoßen. Ja? Trotzdem ist es so, dass in dieser Ordnung die Idee, dass es Großmächte gibt, die spezifische Aufgaben haben, immer noch zentral ist. Und ein Teil dieser Aufgaben ist zum Beispiel, dass Großmächte untereinander sozusagen ihre Beziehungen regulieren und managen. Das hat Russland nicht gemacht. Da sind wir vollkommen wahrscheinlich einer Meinung. Aber das hat eine Konsequenz für die Frage, ob so etwas wie Einflusssphären heute noch adäquat ist oder nicht. Die gängige Meinung, denke ich, hier im Saal und wahrscheinlich auch auf dem Podium ist, dass Einflusssphären ein Ding der Vergangenheit sind. Ich bin mir da nicht so sicher und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob wir nicht auch hier uns ein bisschen in die eigene Tasche leugnen. Auch die Europäische Union hat eine Nachbarschaftspolitik, bei der es darum geht, die Nachbarschaft so auszugestalten, dass die Nachbarschaft d'accord ist oder konform ist mit den Normen und Werten der Europäischen Union. Ich halte das für gut, aber ich finde, man soll auch zugeben, dass das eine Form von Einflusssphäre ist. Solange wir in dieser Welt leben, in der es Großmächte gibt, werden wir damit leben müssen, dass zumindest regional betrachtet Russland eine Großmacht ist. Wahrscheinlich denkt Russland, dass es eine größere Macht ist, als es eigentlich ist. Aber trotzdem ist es eine regionale Großmacht. Und in diesem Sinne halte ich es für falsch, ein Grund, warum ich es für falsch halte, der Ukraine die EU-Mitgliedschaft zu versprechen. Eine EU-Mitgliedschaft ist ein Problem einer größeren Friedensordnung, einer Neuordnung nach Ende des Krieges und sollte nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorab entschieden werden. Das wird viele ukrainische Freundinnen und Freunde, ich hatte auch eine ukrainische Kollegin, die hat sich darüber gerne mit mir gestritten, oder vielleicht auch nicht so gerne, aber Sie sehen, also aus der Perspektive einer Staatenwelt ist das nach wie vor ein Problem, dass wir solche Neuordnungen nicht vorwegnehmen sollten, solange die Friedensordnung selber noch nicht sozusagen verhandelt wird. Der vierte Punkt,
Also im Übrigen muss ich sagen, es gibt auch noch, wir werden ja noch über Korruption reden, es gibt auch noch andere Gründe, warum ich da immer etwas vorsichtig bin bei der EU-Mitgliedschaft. Ich arbeite ja auch über die Türkei. Da kann ich nur sagen, es gibt ja auch eine Reihe anderer Länder, die da in der Schlange stehen und Verhandlungen führen. Und ich halte es für unklug, jetzt sozusagen eine Überholspur aufzubauen. Letzter Punkt. Ich halte die Frage der Unterstützung der Ukraine mit allen Mitteln nicht für eine Frage der Verteidigung Europas. In der gegenwärtigen Diskussion kommt das häufig so, dass wir sozusagen Europa verteidigen. Nein, wir verteidigen die Grundprinzipien der internationalen Gesellschaft, der Rechtsordnung im internationalen System und des Völkerrechts. Das verteidigen wir. Wir verteidigen nicht Europa. Das ist eine komplett eurozentrische Sicht, die auch einhergeht häufig mit aus meiner Sicht problematischen Vorstellungen von dem, was Europa ausmacht. Das kommt häufig auch von Leuten, die bestimmte Ideen von europäischen Werten und europäischer Identität haben, die ich nicht teile. Mein Europa ist ein Europa, in dem Grenzen keine Rolle mehr spielen, in dem Nationalismus keine Rolle mehr spielt, in dem wir hingehen auf eine neue Form der internationalen Gesellschaft, in der es sowas wie Großmächte nicht mehr gibt. Dieses Europa wird bei den Leuten, die häufig von der Verteidigung Europas in der Ukraine sprechen, nicht verteidigt aus meiner Sicht, sondern dreht es sich um irgendwelche anderen europäischen Werte. Das halte ich für problematisch. Ich finde, wir verteidigen hier eine internationale Ordnung. Wir verteidigen das Völkerrecht. Darum geht es. Und das ist nicht minder wichtig, sondern das ist zentral. Wir können nicht akzeptieren, dass ein Land, egal ob es sich bedroht fühlt, egal ob die NATO aus seiner Sicht in irgendeiner Weise etwas getan hat, was man nicht tut, egal ob man denkt, dass die Ukraine in irgendeiner Weise historisch verflochten ist oder sonst etwas. Wir reden von einem Bruch des Völkerrechts und darum geht es. Und das müssen wir zurechtrücken. Danke. Von rechts kam gerade die Anfrage auf eine unmittelbare... Nee, ich lasse nachher in der Diskussion. Okay, also ich will den Ablauf jetzt. Gut, dann würde ich jetzt Frau Huss bitten, aus Ihrer Sicht noch mal einige Punkte zu setzen, die vielleicht ja auch Statement von Thomas Dietz aufgreifen und ihn vielleicht in eine andere Richtung deuten. Zunächst vielen Dank für die Organisation von dieser Veranstaltung. Hört man das oben? Oh, ich versuche lauter zu sprechen. Haben wir schon, die Technik funktioniert, ja. Ich bin sehr froh, dass es solche Möglichkeit gibt, solche Fora zu organisieren für solche wichtigen Diskussionen, die nicht nur die Ukraine betreffen, sondern insgesamt die Sicherheitsordnung diskutieren. Und danke an Naumann-Stiftung, auch an das Institut und an Herrn Gestor, auch für Ihr Statement-T-Shirt, finde ich super. In 5 Minuten schaffe ich tatsächlich nicht alles abzudecken oder 10. Also ich versuche nur ein paar Punkte einbringen. Vor allem, wir haben hier eine breite Spannweite an Themen angesprochen, wo ich versuche, ein paar Sachen zu integrieren. Aus dem ersten Vortrag, was Herr Marsala gesagt hat, wir sehen, dass die Sicherheitsordnung ändert sich in dem Sinne, dass wir nicht mehr um den Nationalstaat sprechen. Deshalb können wir nicht mehr vom Kalten Krieg widersprechen, weil die Ausgangslage für den war die goldene Zeit des Nationalstaates, wo tatsächlich Gewaltmonopol im Staat war, jetzt wandelt es sich. Ich bin zwar keine IB-Expertin, aber wo ich hinausführe, dass auch das Verständnis von Gefahr müsste sich dadurch verändern. Also, dass wir nicht mehr in diesen Grenzen denken, sondern dass wir diese Verflechtungen wahrnehmen und auch, was Herr Dietz angesprochen hat, diese liberale Ordnung, die hat die Welt in Netzwerke gebracht. Wo ich hinausführe, dass in der Ukraine haben wir jetzt ein Labor, das zeigt, welche Gefahren für andere Staaten auch möglich sind oder wahr sind, die vielleicht nicht so wahrgenommen werden, weil wir immer noch in diesem Nationalstaat-Denke sind. Und auch, das ist ein Labor für die Resilienz, wie man mit diesen Gefahren umgeht.
Und die Resilienzfrage, das ist eine andere, oder das Konzept von Resilienz, ich denke, das ist, geht komplementär zum Sicherheitskonzept. Weil Sicherheit gibt das Gefühl, dass wir von der Gefahr ausgeschlossen sind. Wenn wir von Resilienz sprechen, wir nehmen bewusst wahr, dass die Gefahr da ist, dass die Krisen da sind. Und wir leben nun in der Zeit der Dauerkrise. Wir haben Covid, wir haben den Krieg, davor waren die Wirtschaftskrisen. Die Dauerkrise ist da. Also ist es ein Märchen, sich vorzugaukeln, dass wir tatsächlich irgendwie sicheren Raum durch nationale Grenzen schaffen können. Und wiederum das, was mit Herrn Masala beendet hat, Kraftwerk in Saporizhia, die wahre Gefahr, dass es in die Luft gejagt wird, das geht über die Grenzen hinaus. Also wir können nicht mehr in diesen Grenzen denken. Und was wir in der Ukraine sehen, dass zusätzlich zu diesen Militärgefahren, unmittelbare Gefahr fürs Leben, Bedrohung, lange Zeit die ganzen Netzwerke mit Russland, die haben einiges an negativen Einfluss im Land verbreitet und auch die Staatlichkeit der Ukraine die ganze Zeit unterminiert. Was ich dadurch meine, das ist Desinformation, das ist das Bekannteste, was man so kennt, aber auch Teile von Korruption, die sind auch auf diese Einflussnahme zu führen. Und was in der Ukraine passiert ist, was man vielleicht nicht so wahrgenommen wird im Westen, dass seitdem diesem Bruchpunkt 2014, wo die Revolution der Würde oder die sogenannte Euromaidan-Revolution stattgefunden ist und die russische Invasion, da hat sich in der Gesellschaft einiges verändert und da möchte ich ein paar Punkte machen, dass es klar ist, was genau sich in der Gesellschaft verändert hat, was die Ukraine resilient gemacht hat. Und wiederum, Resilienz bedeutet nicht, dass man keine Probleme hat, sondern dass man einen Haufen Probleme hat, aber dass man auch Mechanismen hat, dass man sich anpasst und in diesen Problemen irgendwie überlebt und dass der Staat funktioniert und dass das Land auch die Agency hat, die es international gewonnen hat. Seit 2014, eine der wichtigsten Reformen, die auch erfolgreich stattgefunden ist, ist die Antikorruptionsreform. Die Ergebnisse davon, das sind die unabhängigen Institutionen, 5 Institutionen, die zu Antikorruption arbeiten. Das ist ein nationales Büro für Antikorruption, die spezielle Staatsanwaltschaft für Antikorruption, ein Gericht für Antikorruption und eine Behörde für Prävention. Und es gibt noch eine 5. die dafür zuständig ist, die Foreign Assets zu managen, also die korrupte Gelder, die ins Ausland gebracht sind, in die Ukraine, die dann in die Ukraine zurückkommen, zu managen. Auf jeden Fall, warum ist es ein Erfolg? Weil 2020 hat das Antikorruptionsgericht die ersten Fälle der hohen politischen Korruption verurteilt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es funktioniert. Es gab auch viele Probleme, viel Gegenwind gegen diese Behörden, was sie aber unabhängig macht. Das Auswahlverfahren von den Spitzenleuten, die an die Spitze kommen, also die Leitung von diesen Behörden, weil die gehen einen Prozess durch, wo zivilgesellschaftliche Akteure und zum Teil auch im Antikorruptionsgericht internationale Experten, die machen ein Assessment von denen, die da arbeiten, auf Integrität. Also die schauen, ob das Leute, welches Lebenslauf die hatten, ob sie in welchen Verbindungen und Netzwerke sind, die möglicherweise korrupt sind. Also das ist ein rigoroses Verfahren. Das heißt wiederum, dass es keine Korruption gibt, aber Korruption wurde vor allem unter Umständen vom Krieg als ein Sicherheitsproblem anerkannt. Und dass diese Behörden, die funktionieren, das ist nicht das Ergebnis von so einer institutionellen Entwicklung, dass die Ukraine so toll ist, dass man diese Gefahren anerkannt hat oder dass man Antikorruption machen wollte. Mein Hauptpunkt ist, dass 2014 war ein Knackpunkt, wo in der Gesellschaft, die Gesellschaft hat die Oligarchen herausgefordert, die die Politik im Prinzip gestaltet haben. Also die Oligarchen, die haben großen Einfluss auf die politischen Parteien und daran hat sich nichts verändert. Was sich aber verändert hat,
Das, was wir nennen Collaborative Democracy oder Participatory Democracy. Und das ist jetzt in einem Schwung in der Ukraine und wurde durch den Krieg auch nochmal zusätzlich verstärkt, vor allem auf der lokalen Ebene. Was bedeutet dieses Konzept? In Deutschland ist es auch nicht so präsent, weil Deutschland ist eine sehr typische repräsentative Demokratie. Sie gehen in die Wahlen, sie wählen ihre Vertreter und sie entscheiden dann, was es zu tun gibt. Wenn es ihnen nicht gefällt, in 4, 5 Jahren, sie wählen sie wieder und geben ihre Meinung, ob die Partei in Ordnung war oder nicht. Ansonsten wählen sie eine andere. In einer partizipativen Demokratie oder diese Collaborative Governance, gibt so ein englisches Wort, da engagiert man sich direkt im Stadium von Entscheidungsfindung oder auch Implementierung der Politik. Und das ist das, was entscheidende Veränderungen auch in der Ukraine geschaffen hat, weil die zivilgesellschaftlichen Akteure nach 2014 sich organisiert haben, strategisch gewirkt haben und tatsächlich mitgeschrieben haben, die Reformen und die Gesetze, die zu Reformen geführt haben. Zusätzlich ist eine Dezentralisierungsreform stattgefunden, die auf lokaler Ebene den Gemeinden, Romadas heißen sie, das ist nicht so ganz gleich den deutschen Gemeinden zu setzen, aber ich bleibe mal bei Gemeinden. Die Gemeinden haben viel Verantwortung bekommen. Und für einen post-sowjetischen Staat ist es eine sehr neue Perspektive, sehr neue Situation, weil wir hören, wenn wir sprechen von Russland, hören wir im Prinzip 3, 4 Namen und wir sprechen immer von einer Vertikale. In der Ukraine ist es anders und zusätzlich Dezentralisierungsreform hat dem beigetragen, dass lokale Selbstverwaltung, die ist recht stark geworden. Und mit diesem Momentum nach der Revolution der Würde, die Gesellschaft hat sich eingebracht und hat diese Möglichkeit genutzt zu wirken vor Ort. Es sind Netzwerke entstanden, verschiedene Mechanismen, wie sich Leute einbringen können, wie zum Beispiel Participatory Budgeting, wo eine Gemeinde so ein Budget stellt und dann entscheiden die Bürger, was daraus entsteht, eine Rutsche oder ein Kinderplatz. Jetzt, als der Krieg eingebrochen ist, die Invasion kam, genau diese Netzwerke, die haben dazu beigetragen, dass in den Entscheidungen um den Leben und Tod alle wussten, wo es die Gefahr geht. Also das hat zur Koordination von Informationen beigetragen und diese Supply and Demand Side, also dass man wusste, wo es Not besteht und wo wer was dazu beitragen kann, das passierte alles in Netzwerken. Und Netzwerke nicht nur unter Gesellschaft, sondern die Gesellschaft hat in den letzten 8 Jahren gelernt, mit den lokalen Selbstverwaltungsbehörden zu kommunizieren, mit kleinen Unternehmen. Das ist alles informell entstanden und dazu beigetragen, dass die Ukraine auch resilient ist. Also mein Punkt ist, den ich machen will, dass die Veränderungen, die Sie jetzt sehen und diese ganze Diskussion, dass die Ukraine jetzt anpasst und Reformen macht, nur um dem EU-Beitritt gerecht zu werden, das ist alles, nimmt nicht so ganz in Betracht, was in den letzten Jahren in der Ukraine passiert ist und diese grundlegende oder Grassroot von der Gesellschaft, die Anfrage, dass man diese Normen lebt und dass man sich dazu bekennt, ein europäisches Land zu sein. Ich habe gerade festgestellt, dass wir uns der Verspätungskultur der Deutschen Bahn angeschlossen haben. Ich würde jetzt deshalb auf Fragen und Kommentare meinerseits ganz verzichten und einfach eine kleine Runde hier auf dem Podium organisieren. Herr Masala hat sich ja schon angeboten, dass er etwas hat, dass wir hier eine kleine Dynamik entwickeln und ich verspreche, dass wir in 10, 15 Minuten dann die Diskussion tatsächlich für alle öffnen, damit sie sich auch einbringen können. Also legen Sie los. 3 Punkte zu dem, was... Kann man mich verstehen? Ja. Nein? Doch, jetzt geht's. Das dauert immer so ein bisschen, bis die Technik oben eingestellt ist. 3 Punkte zu dem, was Thomas Dietz gesagt hat. Das eine nochmal Wagner aufgreifend. Der Vorteil, also die haben ganz, ganz viele Nachteile, ne? Aber die haben natürlich aus so einer staatlichen Perspektive auch Vorteile. Und das sieht man zum Beispiel, also das bekannteste Beispiel ist Mali. Wagner ist nach Mali gegangen. Jeder weiß sozusagen,
das waren höchstwahrscheinlich sogar reguläre russische Soldaten, nur in Markenuniformen. Und Lavrov stellt sich hin und sagt, das ist ein privates Unternehmen, damit haben wir nichts zu tun. Ja? So. Und es gibt jetzt die Diskussion in Russland auch, und da gibt es Kräfte, und Putin hat das auch gemacht, die trennen jetzt Wagner von Prigozhin. Weil man jetzt so überlegt, was machen wir denn mit unserem Auslandsengagement, weil es natürlich was völlig anderes ist, wenn jetzt in Mali plötzlich die russische Armee ist. Das ist auch völkerrechtlich was völlig anderes, als dass, wenn es weiterhin Wagner oder wie immer sie dann auch heißen werden ist. Zweiter Punkt zu den Interdependenzen. Das ist nur ergänzend. Ich glaube, der Punkt, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmen würdest, Thomas, es geht nicht um die Frage, dass wir nicht genug Interdependenzen haben, sondern dass wir nicht die richtigen Interdependenzen hatten. Ja, also da ist nicht sozusagen das Volumen, sondern die Form der Ausgestaltung wichtig. Und auch selbst dann, und da haben wir höchstwahrscheinlich einen Dissens, würde ich sagen, aber wir hatten halt auch nicht, weil man sollte nicht vertrauen darauf, dass die Friedensfördernd unbedingt wirken, wir hatten keine Rückfallposition. Und das ist so. Also wir hatten nicht die richtige Interdependenz und sozusagen keine Rückfallposition. Und der dritte Punkt, der geht halt mit den Grundprinzipien der internationalen Ordnung. Ich würde nie argumentieren, weil ich das für wirklich falsch halte, dass in der Ukraine unsere Demokratie verteidigt wird. Das halte ich für grundlegend falsch. Aber in der Ukraine wird die europäische Sicherheit verteidigt. Das ist, also es werden die Normen verteidigt des Völkerrechts und es wird die europäische Sicherheit verteidigt. Weil mein Argument wäre, solange es diese neoimperialen Ambitionen in Russland gibt, die immer wieder geäußert werden, gibt es keine Garantie, dass egal wie dieser Krieg ausgeht, Russland nach einer taktischen Pause, wenn diese Leute an der Macht bleiben, nicht sozusagen den nächsten Griff irgendwann mal machen wird. Und deshalb wird unsere Sicherheit verteidigt, und ich teile das völlig, es wird nicht unsere Demokratie und unsere Wertevorstellung verteidigt. Also, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber selbst wenn die Ukraine morgen vernichtet werden würde, unsere Demokratie wird dadurch nicht gefährdet. Aber unsere Sicherheit wird nachhaltig geschwächt. Mhm. Wir können uns ja gar nicht richtig streiten, weil erstens sind wir nicht so weit voneinander entfernt und zweitens müssen wir immer warten, bis das Mikrofon angeht. ich teile das vollkommen. Also ich teile dass die Vorteile haben, aber ich denke halt, das sind kurzfristige Vorteile. Das Problem wird halt immer sein, dass damit immer die Gefährdung besteht, dass die zu stark werden und dann eine Bedrohung darstellen. Absolut, nicht? Ja. Das ist sozusagen vollkommen klar. Das Zweite ist absolut richtig. Ich habe das etwas provokant formuliert. Wir hatten nicht zu viel, sondern zu wenig Interdependenz. Aber es ist natürlich richtig, wir hatten zu wenig richtige Interdependenz. Und ich würde aber auch vollkommen, da sind wir überhaupt nicht voneinander entfernt. Es ist in der Tat richtig, dass wir, also ich glaube schon, dass der Krieg uns jetzt vor Augen geführt hat, dass wir diese Rückfalloption, also das, was Carlo immer erzählt hat und wenige geglaubt haben, hat uns, glaube ich, jetzt schon, das hat schon ein Umdenken stattgefunden. Kannst du den Satz nochmal wiederholen für mich? Habt ihr euren privaten Streit hier, ja, gut. So dass man muss dazu sagen, das muss ich eine Anekdote kurz erzählen. Zweimal jedenfalls war Carlo hier, weil ich eine Vorlesung mache über Sicherheitsdiskurse und da machen wir die ganze Zeit diese unterschiedlichen Sicherheitsvorstellungen, von denen Oksana ja auch gesprochen hat, die über den Nationalstaat hinausgehen und Umweltsicherheit und so weiter. Und die letzte vorletzte Vorlesung kam Carlo und hat einen klassischen Sicherheitsbegriff verteidigt. Und für unsere Studierenden im Masterprogramm Friedensforschung, die saßen dann immer da und dachten, wieso jemand gibt es wirklich? Und ich glaube, das hat sich radikal geändert. Ja, das ist vollkommen klar, das hat sich geändert. Die würden heute nicht mehr denken, so jemand gibt es wirklich, sondern sie würden, glaube ich, die Argumente zumindest viel ernster nehmen als vorher. Und deswegen glaube ich ja auch, also wir brauchen tatsächlich, wir müssen über die Rolle von Militär, die Rolle von Abschreckung anders nachdenken. Ich würde aber umgekehrt aber auch sagen, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, zu sagen, wir machen jetzt nur noch Abschreckung, sondern wir müssen gleichzeitig überlegen, wie können wir eine europäische Sicherheitsordnung auch bauen, wenn sich die Lage in Russland ändert. Und ich sage absichtlich die Lage in Russland ändert, weil ich glaube nicht, dass mit dem Weggang Putins das Problem beseitigt ist. Wir kommen möglicherweise vom Regen in die Traufe. Genau, also richtig. Darf ich ganz kurz was sagen? Diese Auseinandersetzung am Wochenende, ne? Das ist eine Auseinandersetzung nicht gewesen für Krieg oder Nicht-Krieg, sondern es ist eine Auseinandersetzung gewesen, wie der Krieg geführt wird. Ja? Und deswegen war ich in vielen Sachen ganz gruselig, wenn die Leute so jetzt plötzlich Prigozhin soll den Putin stürzen. Der Punkt war, der will eine andere operative Kriegsführung haben. Ja? Entschuldigung, Thomas. Ja, anyway. Und ich bin auch vollkommen, also europäische Sicherheit würde ich auch so sehen. Ich glaube, wir haben vielleicht leicht andere Einschätzungen, was die Gefährdung jetzt, also zum Beispiel im Baltikum, anbelangt.
Ich glaube, dass in der Ukraine auf der symbolischen Narrationsebene nochmal eine andere Dimension da ist, dass es einfacher war, sozusagen das auch sozusagen dem russischen Volk zu verkaufen und so. Das, glaube ich, ist nicht ganz so einfach im Baltikum. Und deswegen, und auch da glaube ich auch, dass die Abschreckung schon größer ist. Also da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, aber trotzdem glaube ich, ist richtig, dass, aber europäische Sicherheit wird verteidigt im Rahmen auch einer globalen Sicherheitsordnung. Ja, also, so. Absolut. Also von daher gibt es gar nicht so viel Dissens. Ja, vielleicht um die Umleitung gleich zu schaffen. Der erste Punkt ist, dass am Wochenende auch deutlich geworden ist, dass auf die Prozesse in Russland weder der Westen noch die russische Zivilgesellschaft oder Gesellschaft ihren eigenen Einfluss nehmen kann. Letztlich ist es so, dass die russischen Eliten das unter sich selbst ausmachen. Absolut. Und das große Problem, was wir momentan haben, ist natürlich, dass in der Zeit von Putins Herrschaft, dauert mittlerweile über 23 Jahre oder 24 Jahre an, natürlich ein kompletter Elitenaustausch stattgefunden hat. Zwei Drittel der Eliten des heutigen Russlands sind Uniformträger. Sie stammen aus dem Bereich des Militärs, der Geheimdienste und der Rüstungsindustrie. Und die sind sich nicht besonders grün. Wir haben jetzt immer mehr über Prigozhin und das Militär gesprochen. Die Geheimdienste, also ich betone den Plural, die haben auch noch ihre eigenen Interessen. Die hängen auch noch mit drin. Und das ist etwas, da haben wir auch im Vorfeld drüber gesprochen, wir wissen gar nicht, wir können gar nicht sehen, welche Kräfte und welche Dynamiken da wirken. Und da ist die Frage, wenn wir jetzt erkennen mussten am Wochenende, dass wir darauf keinen Einfluss haben, wie gehen wir damit um? Wie stellen wir uns darauf ein? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass mit dem, also diese Wagner-Söldner, die jetzt sozusagen abgeschoben werden nach Belarus, da gibt es ja noch eine Kette von weiteren Problemen, die dadurch produziert werden. Erstmal, was bedeutet das für Belarus? Sie haben es heute vielleicht in den Nachrichten gehört. Litauen und Polen sind sehr besorgt. Die werden jetzt ihre Grenzen verstärken, damit irgendwas passiert. Nochmal, das sind Gewaltunternehmer. Die leben davon, dass sie Gewalt ausüben. Und wenn sie das nicht mehr können, dann ist eigentlich ihr Existenzzweck nicht mehr da. Und was passiert mit denen? Die kann man auch nicht alle irgendwie nach Afrika schicken. Und die andere Frage ist die, wenn jetzt tatsächlich die Wagner-Truppen nicht mehr die Unterstützung vom GRU oder vom Staat, vom russischen Staat erhalten, können sie denn noch ihre Machtpositionen, die sie im Nahen Osten oder in Afrika haben, aufrechterhalten? Vermutlich nicht. Und was passiert denn dort? Also Sie hatten es kurz angesprochen, also die kann man jetzt nicht zu russischen Truppen umdeklarieren, weil das völkerrechtlich erhebliche Probleme mit sich bringen würde. Also das sind super Punkte, aber ich würde jetzt ganz gerne nochmal den Blick auf die Ukraine richten. Ich fand das ganz toll, was Sie gerade gesagt haben, auch um die Dynamiken zu beschreiben, die in der Ukraine gewirkt haben. Also in der deutschen Wahrnehmung ist es ja immer so, dass in der Ukraine nicht die Akteure, Akteurinnen vor Ort die Geschichte bestimmen, sondern die Ukraine immer so ein bisschen wie so ein Marionettenstaat erscheint, wo die EU dann die Finger drin hat, die USA und Russland und so alles so rummachen. Und Sie haben, glaube ich, zu Recht deutlich gemacht, dass vor allen Dingen nach 2014 die ukrainische Agency, also die Handlungsmacht und die gesellschaftliche Handlungsmacht und jetzt in der Nachfolge auch die politische Handlungsmacht, sich erheblich verbessert hat und entwickelt hat. Also das finde ich, glaube ich, nochmal sehr schön, wie Sie das auch am Beispiel der Korruptionsbekämpfung und auch an der Dezentralisierung deutlich gemacht haben. Was mich immer noch so ein bisschen umtreibt, ist die Tatsache, dass durch den Krieg natürlich auch, also das Kriegs- und das Ausnahmerecht verhängt worden ist. Das heißt, ganz normale demokratische Strukturen und Praktiken, die wir gewohnt sind, sind außer Kraft gesetzt. Es hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass ganz bestimmte Parteien, die als pro-russisch gelabelt wurden, verboten sind. Natürlich dürfen die Deputierten immer noch in der Werchower Rada aktiv sein. Es gibt so eine Angst, ich nenne das mal, die, ich habe das mal genannt, die Verführung des Autoritären. Was passiert, wenn so ein starker Präsident wie Selenskyj wirklich auf Dauer so die Politik machen kann, die wichtig ist? Er genießt momentan, das habe ich mir noch mal genauer angeschaut, in der Bevölkerung eine sehr, sehr hohe Zustimmungsrate, weit über 80%. Also das spricht für ihn. Aber wie kommt man perspektivisch gesehen, wenn dieser Krieg zu Ende ist, wieder in so einen normalen demokratischen Modus hinein? Und das ist auch verbunden mit zwei anderen Punkten, die mir auf der Seele brennen. Die Parteienlandschaft muss sich in der Ukraine komplett neu sortieren, weil nämlich oftmals die Oligarchen diese Parteien finanziert haben. Und da hat dieses Anti-Oligarchen-Gesetz natürlich dazu geführt, dass es eine Trennung gibt oder geben sollte.
Und wie organisieren sich die Parteien? Ich kenne einen Kollegen, den habe ich jetzt in Leipzig kennengelernt, beim GWZO. Der hat im Übrigen auch ihre Dissertation besprochen. Das ist der Osipian. Und der hat gesagt, das große Problem der Ukraine war lange Zeit, vor allen Dingen im Donbass, da hat er das konzentriert, dass es vor Ort keine linken Parteien gegeben hat, die in der Lage gewesen wären, die Interessen der damals darbenden Industriearbeiterschaft und Bergarbeiterschaft entsprechend zur Geltung zu bringen, und dass das eben Tür und Tor geöffnet hat für die Populisten, die dann tatsächlich dann Punkte für sich machen konnten. Und da haben Sie auch recht, da stimme ich Ihnen zu, der russische Einfluss von außen war ganz massiv und eben nicht nur in Form eines Interventionskrieges, sondern auch unterschiedliche Formen der Infiltration und eben auch der Korruption. Also wie könnten Sie sich vorstellen, dass eine Parteienlandschaft entsteht, die in der Lage ist, die Interessen der Menschen so abzubilden, dass die Menschen sich auch in der Politik irgendwie aufgehoben fühlen? Das ist ja in vielen postsowjetischen Staaten ja leider nicht gelungen. Danke für diese Frage, die ist super wichtig, und das ist gerade der Punkt, dass dadurch, dass es in der Ukraine jetzt die Wahlen nicht stattfinden können, es können auch keine Proteste stattfinden. Und der dritte Punkt, der sehr einschränkend war, das ist die Transparenz. Die ganzen Open Data, also in der Ukraine, Open Data war auf einem sehr hohen Niveau vor der Invasion. Das war eine sehr gute Qualität von Daten, die Regierung oder jegliche Regierungsbehörden an die Öffentlichkeit stellen. Diese Daten war sehr gut verbunden. Warum das wichtig ist? Weil das die ganze Politik der Rechenschaftspflicht untergegeben hat. Weil wenn Sie sehen zum Beispiel, wer was ankauft, die staatlichen Ankäufe, bei welchen Firmen, und Sie haben auch die Informationen, die die Eigenschaft, nicht Eigenschaft, Eigentum von Firmen verbinden, Sie können sehen, wo zum Beispiel Politiker, die bestimmte Firmen besitzen, sich in irgendwelche Ankäufe engagieren und davon profitieren. Also das ist ein Mechanismus, der sehr gut sich dafür eignet, der Gesellschaft oder auch den neuen Antikorruptionsbehörden die Korruption aufzudecken. Und das war ein riesiges Problem, dass es alles geschlossen war. Was wir jetzt sehen, die Regierung oder überhaupt die Politiker, die sind darauf angewiesen, auf nationale und lokale Ebene mit der Gesellschaft zusammenzuarbeiten. Und die verstehen das, weil die Ausmaß der Krisen, die die Ukraine jetzt hat, die ist so groß, dass die Politik alleine die nicht lösen kann. Und auf der lokalen Ebene wiederum, weil die ist sehr wichtig, genauso auf nationaler Ebene sehen wir, dass obwohl diese Rechenschaftspflicht durch die Wahlen nicht stattfindet, wir sehen sozusagen Accountability Forum, das ist wiederum ein englisches Begriff, ich weiß nicht so genau, wie man das auf Deutsch übersetzt, aber das ist ein anderes Mechanismus, nicht von dieser Kontrollhierarchie, sondern was auf Vertrauen basiert. Wir versuchen Vertrauen aufzubauen, damit wir zusammenarbeiten können, weil es geht einfach nicht anders. Und was wir sehen, dass zum Beispiel Schritt für Schritt werden Mechanismen ausgearbeitet, wie man Transparenz wieder einführt, ohne dass es Sicherheitsprobleme, also Probleme für Sicherheit darstellt. Weil die ganze Open Data hat natürlich dazu beigetragen, dass der Feind sieht die ganzen Ankäufe. Das war eigentlich das Hauptargument, dass man sich gegen russische, also dass Russland genauso diese Informationen nutzt für eigene Zwecke wie die ukrainische Gesellschaft. Also entstehen da in der Ukraine neue Formen, würde ich sagen, sogar von Demokratie, die auch wiederum wie so ein Labor von demokratischen Innovationen wahrgenommen werden kann. Weil es verschiedene Mechanismen, also das studieren wir auch mit meiner Kollegin Alexandra Keudel, in den Gemeinden, was passiert, um diese Rechenschaftspflicht zu halten und trotzdem, dass die möglichst breite Bevölkerungsmassen repräsentiert sind und ihre Interessen vertreten sind. Also das, was klassische Parteipolitik machen soll, wenn es nicht geht, dann entstehen neue Formen, wenn sich Leute dafür einsetzen. Und das ist super spannend in der Ukraine zu beobachten. Ihre Frage zu den Parteien, eine super spannende Frage, wie ich angedeutet habe, es hat sich nicht viel verändert, dass die Oligarchen weiterhin einen großen Einfluss auf die Parteien haben. Die Partei von Zelensky bleibt weiterhin die stärkste. Was wir wiederum sehen für die Zukunft, dass diese Bewegungen von Volunteers, von den Freiwilligen, zum Beispiel Pretula-Stiftung, vielleicht hat jemand gehört oder
rings the bell. Das ist eine sehr starke Stiftung. Ich sehe, dass aus diesen Bewegungen werden sich dann die politischen Parteien auf lokaler und auf nationaler Ebene entwickeln. Weil genau diese Volunteering, also diese Hilfe, sich da einzubringen, wo der Staat nicht mehr sich einbringen kann, bestimmte Staatsfunktionen zu erfüllen, diese Lücken zu schließen, das erfüllen genau diese Bewegungen, aber auch manche politische Parteien versuchen sich dadurch zu definieren. Und das ist auch ein großes Problem, wo Leute darauf hinschauen und verzweifelt sind, wenn dann zum Beispiel Hilfe kommt und jemand profiliert sich dadurch, dass wir das irgendwie politisch machen. Das ja, können wir schlecht vermeiden in solchen Situationen. Das kennen wir auch von anderen Ländern. Aber ich möchte noch auf einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen Russland und der Ukraine hinweisen. Das haben Sie gerade sehr deutlich gemacht. In der Ukraine geht es darum, durch so eine Art partizipative Demokratie die Menschen in die Politik einzubinden. Also wenn Sie so wollen, die Gesellschaft für die Politik zu gewinnen, eine Politisierung. Und in Russland ist das etwas, was natürlich systematisch unter dem Putinismus abgebaut worden ist. Wir müssen nicht davon ausgehen, das hat sich auch am Wochenende gezeigt, dass Putin Herrschaft auf einem besonders hohen Maß an Zustimmung, an Loyalität beruht, sondern die Herrschaft beruht auf Apathie, auf die Depolitisierung der Bevölkerung. Sie haben gesehen, der Vormarsch auf Moskau hat begonnen und in Moskau haben die Leute weiter gefeiert. Also das ist, glaube ich, das macht auch nochmal deutlich, wie brüchig und fragil dieses System eigentlich ist, weil ihm die soziale Basis fehlt. Und ich glaube, das sind jetzt deutlich geworden, dass wir es hier mit sehr unterschiedlichen Entwicklungen zu tun haben. Und jetzt habe ich ja versprochen, ich muss jetzt das entsprechend tun. Wir können sicherlich noch viele Sachen weiter diskutieren. Wir haben ja nachher noch die Möglichkeit, beim Bier oder beim Wein das fortzuführen. Jetzt würde ich ganz gerne die Diskussion öffnen und Sie um Ihre Fragen bitten. Wir haben zwei Saalmikrofone. Ich würde euch beide bitten, jeweils die Mikrofone dann den Leuten zu geben, die sich als erstes gemeldet haben. Ich halte mich im Wesentlichen zurück und konzentriere mich auf die Moderation. Also bitte, da vorne. Ja. Ich wäre froh, eine möglichst ehrliche Antwort zu bekommen auf eine schlichte Frage. Es ist ja schon ein bisschen beschämend oder auch schlimmer, wenn man sich die Frage stellt, die ich mir schon lange stelle, warum haben wir in Deutschland so unglaublich wenig gewusst über die Ukraine, wenn wir die letzten 10 Jahre mal wegnehmen. Und das hat eine große Bedeutung. Ich will nicht den Lookback so für diese Einschätzung des Letzten, was ich sagen. Was war eigentlich in der Ukraine politisch bezüglich Nation oder Leadership oder wie auch immer? Woher haben wir die Information? Die ist doch fast bei Josef Roth stehen geblieben, mit Galizien und K&K. Dann gab es im Angelsächsischen immerhin einige investigative Journalisten, Garrett Jones, nicht? Wer in Deutschland hat das gelesen über die große Hungersnot? Ich glaube, da bewegen wir uns in einem Promillebereich. Bei Josef Roth, da sind wir vielleicht noch im guten Prozentbereich, beim Bürgertum zumindest. Und wer hat denn das Buch Der König der Ukraine geschrieben? Kein Österreicher, kein Deutscher. Er war nicht offiziell König, aber er war es irgendwie von seinen Emotionen, Wilhelm von Habsburg. Timothy Snyder, nicht sicherlich jemand selektiv, aber gute Einblicke, Insights in Ukraine. Das Auswärtige Amt, der Spiegel, wer auch immer. Wir wurden nicht solide informiert. Und deshalb sind wir reingestolpert und hören dann jetzt haben wir lauter Experten, klar, nicht ironisch gemeint für Sie, ich meine andere, was Ukraine belangt. Wir haben keine Einblicke gehabt, dass es dort kein richtiges Regierungssystem gab. Ja, okay. Nein, die ehrliche Frage, wie kam das? Okay. Das habe ich am Anfang gesagt, eine ehrliche Antwort. Wie kam das? Der Punkt ist gemacht und ich glaube, dass vielleicht Frau Huss aus ihrer Perspektive am besten dazu sich äußern kann. Ich meine, ich kann auch was sagen, aber... Ich kann eine Sache kurz sagen. Ja. Also ich würde sagen, das sind Blindspots. Deutschland war das Land, das am meisten die Dezentralisierungsreform vorangetrieben hat, hat sich sehr stark in der Ukraine engagiert und das wurde vielleicht nicht richtig kommuniziert oder auch nicht sichtbar gemacht, aber gleichzeitig im öffentlichen Raum ist russische Propaganda immer noch so stark in Deutschland, dass es bewusst Blindspots macht
und die Ukraine hervorhebt, wenn es um Korruptionsskandale geht und nicht darum, warum es diese Korruptionsskandale überhaupt gibt, weil es in der Gesellschaft frei genug Medien gibt und Organisationen, die diese Korruption herausfinden. Ich kann nur politisch sagen, dass uns eigentlich nach 1990 bis 2014 eigentlich nur zwei Länder in Ost- und Mitteleuropa und weiter interessiert haben. Das waren die Polen und das waren die Russen. So, alles, was dazwischen ist, also das, was Sie über die Ukraine sagen, ich vermute mal, das Wissen, das wir haben über Rumänien und über Bulgarien, ist noch katastrophaler. Also uns haben nur die Polen interessiert und sozusagen das große, ne, das große Russland und dessen Entwicklung. Darf ich auch ganz kurz noch, also weil das ist symptomatisch, glaube ich, gewesen für die gesamte EU-Politik mit einer Ignoranz und Arroganz gegenüber dem Mittel- und Osteuropa aufgetreten ist. Und übrigens gilt das auch für Zypern. Ja? Ich habe einmal ein Interview gemacht mit einem Mitglied der Kommission, der damals für Zypern zuständig war, der sagte, wir schmeißen da Geld hin und das wird dann schon. Und ich glaube, dieselbe Attitüde hat man gegenüber Mittel- und Osteuropa gehabt. Und man hat vor allem ja schon, man sieht ja heute noch, wie über Jahre hinweg bis heute innerhalb der EU über die Staaten in Mittel- und Osteuropa geredet wird, die Mitglieder der EU sind und immer noch sozusagen behandelt werden, als ob sie Kandidaten wären. Ja, und ich glaube, das ist ein Grund, sozusagen, das hat etwas zu tun mit einem Westeurozentrismus, der sozusagen davon ausging, die sind alle so wie wir und wenn nicht, werden sie schon so wie wir werden. Ja, vielleicht das aus meiner Perspektive nochmal, also die Historiker beschäftigen sich auch damit und es gibt diese These von Gerd Köhnen, die ich teile, vom Russland-Komplex, den wir Deutschen haben, das will ich jetzt nicht ausführen, ich möchte aber einen entscheidenden Punkt nochmal deutlich machen. Das ist etwas, was wir hier in Tübingen ganz besonders gespürt haben, Shammar Shadat und Tilman Berger und ich, als wir vor allen Dingen nach 2014 hier auch öffentliche Vortragsveranstaltungen organisiert haben. Das Interesse der Tübinger lokalen Öffentlichkeit bei allen Veranstaltungen, die wir hatten, ging nicht so sehr darum, dass durch die Annexion der Krim ein Völkerrechtsbruch passiert ist. Und das Gleiche gilt ja auch für den Interventionskrieg im Donbass, der mit ganz vielen massiven Mitteln vom Zaun gebrochen worden ist. Das primäre Interesse, mit dem wir uns immer hier in Tübingen auseinanderzusetzen gehabt haben, war die Tatsache Euromaidan, CIA-Putsch, Bandera, Nazis. Also immer, wenn ich auftrete und irgendwas erzähle, wollen die Leute von mir diese beiden Wörter hören, Nazis, Bandera. Und das ist etwas, was dazu geführt hat, dass wir diesen enormen Blindspot entwickelt haben. Und es ist natürlich auch durch die russische Propaganda ganz stark eben in unseren öffentlichen Diskurs hineingetragen worden. Und es gibt hier in Deutschland einen Haufen Multiplikatoren und Multiplikatorinnen, die daraus ein publizistisches Geschäftsmodell gemacht haben. Und da sind wir, glaube ich, lange Zeit nicht vehement genug gegen vorgegangen. Das hat sich jetzt geändert. Und Sie haben vielleicht die Diskussionen verfolgt. Also Gabriele Krone-Schmalz kann ihren Blödsinn jetzt nicht mehr so einfach so unter die Menschheit bringen. Das gilt auch für andere. Und das ist natürlich nicht so sehr das Verdienst meiner Generation. Wir waren da vielleicht etwas zu behäbig. Aber es gibt eine ganze Menge von jungen Kollegen, die uns in den Hintern getreten haben. Der eine sitzt da vorne, der Matthäus Wiechowski, der über Twitter viel aktiv gewesen ist. Und dann natürlich Franziska Davis, also die auch mich zum Beispiel dazu animiert hat, mich stärker in der Öffentlichkeit zu äußern. Und das, glaube ich, war ganz wichtig, dass wir hier auch Statements setzen, dass es so nicht mehr funktioniert. Und ich habe die große Hoffnung, auch in der Verbindung mit den Literatur- und Kulturwissenschaften und dem Kulturestablishment, dass sich das Interesse an der Ukraine jetzt in Deutschland doch entwickelt hat. Also Serhii Zhadan ist jemand, der ganz zentral da ist. Und es gibt noch einen Haufen anderer ukrainischer Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die man entdecken kann. Und ich zeige gleich auch noch mal eine andere Folie. Wir haben ja noch eine Veranstaltung, die Shammar Shadat organisiert zum Westplaining. Alles andere ist teurer als ukrainisches Leben. Und da werden wir zwei ganz tolle ukrainische Publizistinnen hier auf dem Podium haben, die uns das eben deutlich machen, wie stark die Vernachlässigung hier in Deutschland der Ukraine eigentlich gewirkt hat und wie man dagegen vorgehen kann. Also es ist auch, Thomas, du hast es richtig gemacht, nicht nur der Klimawandel ist sozusagen eine Aufgabe, die uns alle angeht, sondern die Wahrnehmung der Ukraine, also
darauf zu richten, das Augenmerk auf dieses Land zu richten. Auch das ist eine Aufgabe von uns allen, die wir hier sitzen. Und das ist auch der Sinn und Zweck dieser ganzen Veranstaltungsreihe, die wir machen. Und ich hoffe, dass es zumindest hier in unserem lokalen Rahmen eine gewisse Wirkung hat und vielleicht über die Kamera auch über Tübingen hinaus. Okay, jetzt die nächste Frage bitte. Ja, vielen Dank für die spannende Diskussion. Zu Ihrer Forderung, Herr Massala, dass Sie, der NATO-Rat, dass die Sprengung des Atomkraftwerks mit dem Erzünden einer taktischen Nuklearwaffe gleichsetzen soll. Damit bringt sich die NATO natürlich auch unter enormen Zugzwang. Also was wären dann mögliche Reaktionen, wenn es doch passiert? Sanktionen wären dann kaum noch glaubwürdig. Dann müsste man von begrenzten militärischen Schlägen irgendwie ausgehen. Was wären dort Möglichkeiten, die man militärisch hätte? Und noch ganz kurz, Herr Dietz, zum Völkerrecht. Ist das nicht mittlerweile eher so eine leere rhetorische Floskel, auf die sich alle Staaten flexibel berufen? Also der Westen, ich meine, Peskow sagt selbst, dass sie das Völkerrecht auch achten und verteidigen. Also eine Rolle spielt es noch. Auch die BRICS-Staaten sehen das ja teilweise als oder fast ausschließlich als Stellvertreterkonflikt und nicht als Konflikt, in dem es ums Völkerrecht irgendwie noch geht. Also was für eine Rolle spielt das überhaupt noch in der internationalen Ordnung? Danke. Wer beginnt von euch beiden? Ich würde weiterhin sagen, dass Völkerrecht eine zentrale Ordnung einnimmt, auch wenn Putin in seinen eigenen Begründungen noch nicht mal sich bemüßigt gesehen hat, in irgendeiner Weise eine konsistente Begründung abzugeben, warum er da einmarschiert. Das unterscheidet ja im Übrigen diesen Einmarsch von anderen Verletzungen. Wir haben eigentlich immer, es gibt eine hübsche Studie dazu, wir haben eigentlich, Staaten sind immer bemüht eigentlich, und das zeigt die Relevanz des Völkerrechts, ihre Völkerrechtsverletzungen völkerrechtlich zu rechtfertigen. Das ist sozusagen eine Ironie, ne? Weil Völkerrecht ist natürlich nie eindeutig, dann gibt es immer Dispute und alle Staaten versuchen eigentlich, wenn sie woanders eingreifen, militärisch einmarschieren, das völkerrechtlich zu rechtfertigen. Das Interessante an diesem Krieg ist, dass Putin das noch nicht mal versucht hat, sondern es gab eine ganze Reihe von eher eklektisch zusammengewürfelten Begründungen, die zum Teil absurd waren, zum Teil erfunden, so, also, aber es gab keinen konsistenten Versuch, das irgendwie völkerrechtlich abzusichern. Ja. Mhm. Insofern richtig, in dem Falle Putin hat das ignoriert, aber generell ist das nicht der Fall. Ja? Und dann gibt es Auseinandersetzungen natürlich über die Frage, was gilt und was gilt nicht. Ja? Aber ich glaube, das völkerrechtliche, das Bestreben der Staaten, das völkerrechtlich abzudecken, ihr Handeln, ist nach wie vor gegeben. Das Interessante bei Putin ist, er erklärt das nicht. Er versucht es nicht völkerrechtlich zu erklären. Was er aber durchaus geschickt macht, das muss man ihm zugestehen, und das verfängt auch in der westlichen Öffentlichkeit. Er weist auf die Doppelmoral des Westens und auf die westlichen Völkerrechtsbrüche hin, um auf die Art und Weise so eine Art, wie soll man das sagen, Whataboutismus zu entwickeln, nach dem Motto, also Unrechtsrelativismus. Wir sind ja alle so, wir sind auch nicht anders. Und auch dieses Spiel, die Ukraine würde Massenvernichtungswaffen entwickeln, das ist natürlich ganz klar vor dem Hintergrund, was im Irak 2003 geschehen ist. Dass man eigentlich die Fake-Argumentation der Amerikaner jetzt auf den russischen Kontext übertragen. Wobei man dazu sagen muss, erstens, dass eben die Amerikaner versucht haben, es, also nicht, da sieht man, dass sie das genau das gemacht haben. Sie haben versucht, das völkerrechtlich zu erklären. Bei Putin spielt das ja nur, das Interessante ist, er sagt nicht die Hauptargumentation, sondern es ist ein Punkt unter einer ganzen Barrage von verschiedenen unterschiedlichen Argumentationen. Ne? Dann wird mal der Ukraine die Existenz abgesprochen und Geschichte und sonst irgendetwas, und die waren schon immer bei uns. Also das ist ja nur ein Teil. Wir hatten eine Masterstudentin, die bei Twitter die Tweets der Staatsmedien der russischen untersucht hat, auf diese Begründungen hin, und das hat keine Rolle gespielt, unmittelbar. Ne? Also vor dem Einmarsch. Ne? Das war sozusagen auch die Verletzungen sozusagen, also die angeblichen Völkermord, ja, der Russen im Donbass oder so. Ja, das hat gar nicht so eine zentrale Rolle gespielt, weil er natürlich auch wusste wahrscheinlich, dass es nicht verfängt. Nee, wir haben ja, also nur ergänzend, wir haben ja einen Riesenbruch, dass letzten Endes bis zum 23. Februar die Hauptargumentation die NATO-Osterweiterung gewesen ist. Und in dem Moment bricht die weg, spielt fast keine Rolle mehr, und es kommen all die anderen Argumente, die Thomas gerade genannt hat, und aber auch nicht in der Kohärenz. Ja? Also er sucht noch nicht mal
Und das ist das Interessante. Dann Thomas verweist auf die Studien. Es ist ja so, klar, die USA gehen 2003 in den Sicherheitsrat und wollen eine zweite Resolution. Und ich vermute mal, wollen eine Resolution, vermute mal, wohlwissend, dass es die nicht geben wird. Aber sie wahren den Schein. Ja, und sie geben eine Art völkerrechtliche Argumentation ab, weil sie hoffen, dass sozusagen ihnen damit von außen sozusagen Legitimität verliehen wird. Also der, um mit Karl Schmidt mal zu reden, der interessierte Dritte, wenn er davon überzeugt ist, verleiht diese Aktion dann Legitimität. Den Russen ist das völlig egal. Den ist völlig egal sozusagen diese Legitimitätsverleihung des interessierten Dritten. Ja. Saporischschja, AKW. Saporischschja. Ja, was ich gesagt habe, ich meinte eigentlich vor dem NATO-Gipfel, und es ist nicht Aufgabe der NATO, sondern es ist die Aufgabe der Staaten und vor allen Dingen der USA. Und die Möglichkeiten sind die gleichen, die der Russischen Föderation angedroht wurden, als es nicht klar war, ob sie vielleicht taktische Nuklearwaffen einsetzen. Oder sagen wir so, als die Wahrnehmung war, das ist ein wirkliches Risiko. Und das war halt mit konventionellen Mitteln die russischen Streitkräfte zu zerstören. Und zwar die strategischen Bomberplätze, was für die Ukraine nicht schlecht wäre, weil von diesen strategischen Bomberplätzen werden die Angriffe mit den Raketen geflogen. Ja? Wenn die nicht mehr da sind, wenn die Flugzeuge nicht mehr da sind, gut für die Ukraine. Und die Versenkung der Schwarzmeerflotte, das waren die zwei Sachen, von denen wir wissen, dass sie den Russen angedroht worden sind. Mit der Versenkung der Schwarzmeerflotte hat sich die Krim-Frage erledigt. So. Das war im letzten September und im Oktober, genau. Als Biden dann im Fernsehen aufgetreten ist und dann sehr entschieden sagte, don't. Genau, do richtig, this. Genau. Und wir haben es beim Staudamm, also ich habe an mehreren sozusagen Simulationen teilgenommen und an mehreren Diskussionen unter Nuklearexperten, und da war immer klar sozusagen, die Wahrscheinlichkeit von taktischen Nuklearwaffen ist echt gering. Mhm. Aber die haben alle gesagt, Staudamm. Staudamm ist sozusagen die ökologische Nuklearwaffe, die der hat, und da haben es die USA und alle versäumt, genau diese gleiche Drohkulisse mit Blick auf den Staudamm aufzubauen. Man sollte sie jetzt für Saporischschja aufbauen. Ich sage nicht, dass er das sprengen wird, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das sprengen wird dass die Russen das sprengen werden in einer konkreten militärischen Situation. Weil wenn sie es nicht halten können, dann hinterlassen sie dann halt in diesem Fall verstrahlte Erde. Hm. Ja? Die ist relativ hoch und dem muss man zuvorkommen. Ist das eine hundertprozentige Garantie? Wie immer bei der Abschreckung, man weiß es nicht. Ja? Aber man sollte sozusagen die Chance nicht verstreichen lassen, hier eine klare Drohung auszusprechen. Nächste Frage bitte. Ich möchte erstmal herzlich danken, dass wir hier einfach sitzen können in Frieden. Also das ist, muss ich sagen, habe ich heute auch wieder gedacht, wir sind hier in einer friedlichen Umgebung, haben meistens unser Auskommen und haben nicht diese Kriegssituation wie viele andere. Meine Frage lautet, mehr an Herrn Dietz gerichtet. Sie haben rekurriert auf diese Großmächte und eben Russland als regionale Großmacht bezeichnet auch. Wo in diesem Kontext sehen Sie denn Europa und wo ist die Rolle Europas eigentlich in dem Gesamten? Also wirklich jetzt global gesehen. Also wo verorten wir uns als Europäer? Und zwar alle Europäer. Wie nehmen wir auch alle Europäer mit? Und das vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass wir wahnsinnig starke und bedrohliche rechtsgerichtete, populäre Regime haben. Danke. Das waren jetzt 5 Fragen oder so, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob ich darauf jetzt überall eine Antwort habe. Also zunächst einmal ist der Konflikt auch ein Zeichen für die Schwäche der Europäischen Union, wenn es darum geht, tatsächlich in militärische Aktionen zu treten und auch glaubhafte politische Verhandlungen auf dieser sozusagen hohen politischen Ebene zu führen. Die Europäer waren ja im Minsk-Prozess sehr stark. Das war der Versuch, das ist die europäische Methode. Ich bin nach wie vor auch ein Freund der europäischen Methode. Ich bin kein Freund zum Beispiel, dass die EU eine Armee bekommt oder dass wir da weitermachen, sondern ich glaube, dass die Aufgabenteilung, dass das eine Aufgabe der NATO ist, sinnvoll ist. Und ich finde das auch nicht problematisch. Also es gibt ja Leute, die finden das problematisch. Ich finde das nicht problematisch.
Aber die Schwäche einer sozusagen eher auf Diplomatie und Ausgleich ausgerichteten Außenpolitik ist natürlich, dass wenn sie auf einen Staat treffen, dem das scheißegal ist, sie wenig ausrichten können. Ja? Und diese Grenzen müssen wir sehen. Das heißt nicht, dass wir es nicht versuchen sollen. Ja? Aber wir müssen uns auch im Klaren darüber sein, das wird nicht immer funktionieren. Sie haben andere Probleme, glaube ich, deutlich gemacht. Ich habe da wenig hinzuzufügen. Ich habe vor einigen Wochen einen Vortrag an der Sorbonne gehalten zu dem Thema Ukraine und europäische Rechtsordnung. Ich war danach mit den Leuten essen. Die Franzosen sagten alle, warum wollen die Deutschen israelische Abschirm-Ding da haben und wollen das nicht mit uns machen? Warum kauft ihr amerikanische Flieger und entwickelt die nicht mit uns? Was ist mit Amerika, wenn Trump wiederkommt? Werdet ihr das nicht bereuen? Auf die Idee, dass möglicherweise Le Pen demnächst in Frankreich sein sollte, kamen sie nicht, oder was das für Probleme mit sich bringen würde. Genau der Punkt. Da haben wir ernsthafte Probleme. Es ist vollkommen klar, es geht auch um einen Kampf um die europäische Integration und deren Grundwerte. In dem sind wir im Moment auch drin, und zwar auf allen Ebenen. Ganz interessant ist auch die Beobachtung, wenn man sich mit Kollegen aus anderen europäischen Ländern unterhält. Unsere deutsche Debatte, die wir führen, die ist sehr spezifisch deutsch. Absolut. Also auch zum Beispiel das, was gerade gekommen ist, diese nukleare Angst, mit der ja Putin ganz geschickt spielt, das kommt natürlich aus der Zeit des Kalten Krieges her, als Deutschland ganz klar, also Westdeutschland und Ostdeutschland, eben das atomare Schlachtfeld gewesen wäre. Und so eine Diskussion, die wir führen, dass zum Beispiel ein Kollege Johannes Warwick damit eine große Resonanz in der Öffentlichkeit finden kann, so etwas gibt es weder in Frankreich noch in Belgien, Italien, Spanien. Das ist etwas sehr spezifisch Deutsches, darüber müssen wir uns auch mal klar werden. Ja. Deshalb war das nochmal sehr schön, dass du auf diesen Punkt hingewiesen hast. Jetzt bitte, ja. Weil das eine wichtige Frage war, was EU noch machen kann oder Europa noch machen kann. Und da möchte ich etwas andere Meinung äußern. Ich glaube, die EU muss die Verhandlungen mit der Ukraine eröffnen für den Kandidatenstatus. Und es ist wichtig. Warum ist es wichtig? Weil in der Ukraine dieser Krieg, der ist identitätsstiftend. Der ist nicht um die Grenze, sondern im Land, der hat man sich dazu bekannt, wir wollen nicht mehr ein postsowjetischer Staat sein. Und wir kämpfen dafür in Form von Reformen, von zivilgesellschaftlichen Veränderungen oder insgesamt gesellschaftlichen Veränderungen und jetzt auch mit Leben. Und wenn die EU das glaubwürdig nicht macht und die Türe dafür nicht öffnet, und es geht nicht darum, dass man sofort die Ukraine mit aufnimmt und Überholspur einbaut, ja? Und in der Ukraine sind sich Leute dem bewusst, dass es ihnen Zeit nimmt und ein langer bürokratischer Prozess wird. Aber diese Aussicht zu haben, das ist wirklich sehr entscheidend in dieser Situation. Ja, bitte die nächste Frage. Ja, ist das an? Yeah. Ja, vielen Dank für die tollen Beiträge und interessanten Einblicke. Es ist natürlich immer schön, von Experten und Expertinnen direkt etwas zu hören. Meine Frage bezieht sich auf die Gruppe Wagner. Und zwar, ich meine, der Konflikt zwischen Prigozhin und Shoigu, der ist relativ bekannt. Der hat sich rhetorisch hochgeschaukelt die letzten Monate. Aber dass es jetzt zu den Ereignissen vom Wochenende kam, hat wahrscheinlich alle hier überrascht. Ich meine, das ist eine Eskalationsstufe. Ich persönlich habe nicht damit gerechnet und ich glaube, die wenigsten haben damit gerechnet, dass letztlich Russen auf Russen schießen. Da hat sich bei mir die Frage aufgeworfen, wem gegenüber gilt eigentlich die Loyalität der Wagner-Kämpfer? Gilt die gegenüber Prigozhin? Ist es gegenüber der Gruppe Wagner als Kollektiv? Putin, der russische Staat, die russische Nation? Also wem sind die loyal gegenüber? Und die Tatsache, dass jetzt Wagner quasi nach Belarus abgeschoben wird, da stellt sich bei mir die Frage, welche Implikationen hat das für die regionale Sicherheitsordnung? Ich meine, das sind jetzt wie viel? 10.000 im Prinzip Gewalthändler unterwegs, die wollen wahrscheinlich irgendwann mal beschäftigt sein, nehme ich an. Und die wollen auf jeden Fall bezahlt werden. Und ja, genau, danke. Herr Masala, ich glaube, das war die Frage für Sie, oder? Also wir wissen vieles nicht. Ne? Das muss man ganz einfach jetzt so sagen.
Der Punkt ist, Russen schießen auf Russen. Das klingt jetzt erstmal so, wie das ist schwer vorstellbar, aber hier ist schon das Wort gefallen. Das sind Gewaltunternehmer. Das ist das Geschäftsmodell. Und sie haben in der Ukraine auch gesehen, die haben auch kein Problem sozusagen auf Russen zu schießen. Also auf Ukrainer und auf Russen zu schießen. Das ist denen relativ egal. Das ist ein Gewaltunternehmer. Genauso wie Kadyrov ein Gewaltunternehmer ist, nur halt allerdings eher in Zentralasien und im Kaukasus. Also man darf sich das nicht so vorstellen, als so sozusagen, da gibt es so ein paar kleine Loyalitätskonflikte und die haben einen Streit, sondern das sind Gewaltunternehmer, die leben davon. Und die Eskalation, ich habe es versucht zu erklären, 1.7. Es gab keinen Widerstand gegen dieses Dekret. Es war klar sozusagen, der 1.7. kommt und dann müssen die sich alle unterstellen oder es gibt ein Problem. Und das erklärt meines Erachtens, warum das passiert ist. Der dritte Punkt ist, überraschend kam das für uns alle. Aber wenn Sie sich angucken, dass diese Kolonne auf Tiefladern gefahren ist, das müssen Sie alles organisieren. Das ist nicht so, dass plötzlich sozusagen Prigozhin aufsteht und sagt, so jetzt ab, Rostov-Don und etc. Das müssen Sie langfristig vorher planen. Das Ding war langfristig vorher geplant. Und deshalb glaube ich ja auch, dass es Unterstützung aus dem Sicherheitsapparat gegeben hat. Da war nichts Überraschendes dabei. Belarus, ich kann Litauen verstehen und ich kann Polen verstehen. Ich halte das für ein bisschen übertrieben, würde ich ganz ehrlich sagen. Die Frage ist, wie viele Wagner-Leute gehen dahin? Ja, wir sehen jetzt gerade den Versuch in Russland selber, Wagner von Prigozhin zu trennen. Also Prigozhin ist ein Verräter, aber Wagner hat eigentlich einen ganz guten Job gemacht. So, wenn man jetzt das mit Blick auf diese zweite Front, diese Befürchtung, die zweite Front sozusagen, die über Belarus kommt, da muss man ganz einfach sagen, das ist die Befürchtung, die die Ukraine seit dem 24. Februar hat. Und deswegen sind da gesicherte Verteidigungsstellungen, da sind Minengürtel, ja, jede Menge. Das heißt nicht sozusagen, dass das alles standhalten kann, aber es ist nicht so, dass jetzt plötzlich für die Ukraine eine neue Lage entsteht. Weil auch diese 1.000 oder 2.000 Wagner-Leute, die müssen dann erstmal durch. Und das ist alles ganz gut gesichert, weil man lange Zeit nicht wusste, geht die Armee von Belarus in die Ukraine rein. Ja, interessanter wird sein, und da fehlen einfach die Informationen, weil das ein Tohuwabohu ist. Es hieß zunächst einmal, Wagner in Belarus wird dann der belarussischen, Rechtsprechung. Also transformiert sich sozusagen in ein belarussisches privates Militärunternehmen. Und da war bei mir die Frage so, ist dann Belarus in Mali oder wie läuft das dann? Ja, so. Ja, ist so eine Frage. Ne? Also was soll das? Dann lese ich heute, ist nicht bestätigt, die russische Regierung hat die Regierung der Zentralafrikanischen Republik und der Regierung von Mali notifiziert, dass die Wagner-Leute, die dort sind, jetzt Teile der russischen Streitkräfte sind. Das heißt, plötzlich ist die russische Föderation in Mali, ist sie ohnehin über MINUSMA, aber sozusagen jetzt auch mit die Wagner-Leute, wenn das stimmt, werden plötzlich Teile der russischen Streitkräfte und sie sind in der Zentralafrikanischen Republik. Das ist eine völlig neue völkerrechtliche Grundlage von diesen Aktivitäten. Also letzten Endes, was ich sagen will, ist, wir wissen viel zu wenig und es gibt kein klares Bild. Vielleicht noch ein Hinweis. Wir reden immer über diesen Prigozhin. Aber die Figur, über die wir viel zu wenig reden, ist natürlich der eigentliche militärische Oberbefehlshaber, dieser Dmitri Utkin. Und der Begriff Wagner kommt davon, dass dieser Dmitri Utkin, ein bekennender Nazi-Fan mit vielen SS- und Nazi-Tattoos auf seiner Haut, dass der ein Fan der Wagner-Musik ist. Und nach ihm hat man diese militärische Einheit halt benannt, die im Übrigen auch entstanden ist oder zumindest aufgeblüht ist im Zuge des russischen Interventionskrieges im Donbass. Und der hat ja um sich herum auch andere Leute. Was passiert denn mit denen eigentlich? Also es ist deutlich mehr als Prigozhin. Ja, absolut. Und absolut. Es gibt ja auch einige Spekulationen, dass Prigozhin und seine ganze Truppe, auch die Elite um ihn herum, Belarus nur als Absprungland nutzt, um dann letztlich doch irgendwo in Afrika zu landen. Also das ist so ein Punkt, da wissen wir auch nicht, wie das laufen wird. Aber jetzt habe ich den Herrn hier vorne schon gesehen, der die ganze Zeit schon das Mikrofon hochgehalten hat. Genau an Sie, Herr Professor Gewiss, da hätte ich eine Frage. Sie hatten eben erwähnt, versteht man mich? Okay. Sie hatten eben erwähnt, das mangelnde Interesse der Tübinger Bevölkerung an osteuropäischen Fragen, an Ukraine-Infos und dass die etwas typische Reaktion die gewesen sei, wenn ich sie richtig verstanden habe, als dieser Euromaidan 2, seien ja eh alles Bandera-Faschisten. Kann es sein, meine Frage, ist es ein bisschen dem
Tübingen und Just dem Milieu zuzuschreiben. Kann es sein, könnte es sein, dass eben dieses Milieu ein bisschen dem Putin-Narrativ aufgesessen ist? Eine kleine Anekdote, meine Tochter hat Osteuropa studiert, war öfters in der Ukraine, in Odessa 2014 und. Sie hat berichtet von einer Bekannten, einer Studentin, die Maidan-Aktivistin war, eine ukrainische Jüdin oder jüdische Ukrainerin, was auch immer. Und die sagte meiner Tochter, weißt du, sie fände es lustig, wenn der Putin behauptet, sie sei ein Faschisten, ich als Jüdin. Also sie fand es, sie hat es auf die humorvolle Art rübergezogen. Meine Frage an Sie, wie groß ist dieser rechte Sektor, wie groß ist dieser rechte, rechtsradikale Sektor, nennt sich so eine Partei, Gruppierung, wie groß muss man die quantitativ einschätzen? Also zum einen dieses Narrativ findet man bei Putin ja auch, also Zelensky, das haben Sie mitbekommen, ist ja von Putin und von Lavrov und von Medvedev auch sehr scharf antisemitisch beschimpft worden. Also das macht ja deutlich, wie brüchig und wie widersprüchlich und wie saudumm eigentlich die russische Propaganda in diesem Sinne ist. Das, was ich gerade gemeint habe, war die Erfahrung, die wir gemacht haben, als wir 2014 und 2015 hier vom slawischen Seminar und von unserem Institut auf reagiert haben auf das große Interesse, was in der Ukraine passiert. Und da haben wir festgestellt, dass wir versucht haben, deutlich zu machen, das ist eben auch gerade Frau Huss gesagt hat, das ist ein Kipppunkt gewesen in der ukrainischen gesellschaftlichen Entwicklung. Und wir sind damit nur sehr, sehr schwer durchgekommen. Das hat uns ziemlich frustriert. Dazu? Ja, ich will was sagen, weil nämlich mit dumm, da bin ich nämlich nicht Ihrer Meinung, was zur russischen Propaganda. Es gab in den 80er Jahren gab es mal ein Buch, da ging es um die Versuche der amerikanischen Tabakindustrie, diese Werbeverbote zu verhindern. Ja? Und dieses Buch hieß Merchant of Doubts. Ja. Naomi Oreskes. Na, also sozusagen die Händler des Zweifels. Was hat die amerikanische Tabakindustrie gemacht? Die hat nie behauptet, dass diese Studien alle gefälscht seien. Die behaupten sozusagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs. Als Kettenraucher sage ich, die waren alle gefälscht. Aber anyway. Sondern die haben immer Zweifel gestreut. Und so arbeitet die russische Propaganda. Es ist relativ selten, also im Land ist es was anderes, in Russland ist es was anderes. Aber mit Blick sozusagen auf Grenzüberschreitung, lügen die relativ selten. Sie lügen relativ selten. Aber was sie machen ist, sie streuen Zweifel. Ich gebe nur ein Beispiel, ich könnte tausende Beispiele nehmen. Sie kennen alle noch MH17, der abgeschossene niederländische sozusagen Passagiermaschine. Ja? War relativ schnell, kam sozusagen, das kann nur aus der russischen Stellung, Berechnung, pipapo gewesen sein. Und was machen die Russen? Die sagen, ja, aber Moment, 20 Kilometer auf der anderen Seite ist ukrainische Artillerie. Und das liegt auch in der Reichweite. Daran war nichts Falsches. Faktische Information, die absolut richtig ist, die aber dazu führt, dass ganz, ganz viele dann anfangen nachzudenken und sagen, ja, vielleicht haben die doch einen Punkt. Also woher wissen wir denn, dass es die Russen waren? Wenn die Ukrainer auf der anderen Seite waren und das auch in der Reichweite der Artilleriestellung war, dann war es ja vielleicht doch die Ukraine. So arbeitet russische Propaganda. Und das Problem ist, dass sie damit wesentlich mehr Leute erreicht, als nur die Verrückten, die auch jede Lüge glauben würden. Ja? Und das ist genauso wie mit diesen Nazis in der Ukraine. Ja, dann gibt es halt irgendwo ein Foto von einer Einheit und die haben halt irgendwelche Badges an. Das sind dann 10 Leute, die haben irgendwelche Badges an, die eine Referenz sind an die Waffen-SS. Das reicht schon, um sozusagen dieses Narrativ, wie ihr ja seht, ja, Ukraine in der Hand von Nazis zu bedienen. Und das ist das Erfolgreiche der Propaganda. Es ist nicht die plumpe Lüge, sondern es ist das Streuen von Zweifeln, dass Menschen, die sich ohnehin, ich glaube, psychologisch erklärbar unwohl fühlen mit der Situation, wie sie ist, dann anfangen plötzlich nachzudenken, ne, für sich und dann denken so, naja, vielleicht haben die ja doch einen Punkt. Vielleicht ist es doch so, dass in der Ukraine die Nazis eigentlich, ne, wirklich die Oberhand haben, etc. ppp. Und deshalb ist das so gefährlich. Und deshalb reüssiert das. Ich würde nur dazu sagen, dass rechts ist in der Ukraine sehr marginal in politischer Sicht. Nicht vertreten im Parlament und ja. Ich sage auf solche Fälle immer, die Verhofa Rada hat 450 Deputierte. Ich glaube, eine Deputierte gehört irgendwie zu einer rechtsextremen Partei. Wir in Deutschland wären froh darüber, wenn wir ein solches Verhältnis hatten. Nächste Frage bitte. Machen wir bis Viertel nach acht. Schaffen wir es noch?
Ich habe nichts mehr vor heute. Aber Sie müssen doch rauchen, oder? Ja, wir könnten eine Pause machen und dann machen wir weiter. Nein, das machen wir nicht. Also wir lassen jetzt noch zwei, drei Fragen zu, aber 7:45 machen wir wirklich Schluss. Weil ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Wir schwitzen hier vorne ganz mächtig. Also bitte. Hallo? Machen wir eine Sammelrunde. Wir machen jetzt 2, 3 Fragen und dann beantworten die wir vom Podium aus. Bitte kurze Fragen und kurze Antworten. Ungarn hat vor 3 Monaten zugestimmt, noch mehr russisches Gas zu kaufen. Rheinmetall sagt vor 3 Monaten, sie bauen da 3 neue Fabriken. Wie können die NATO, wie kann Europa glaubwürdig wirken? Und wie wichtig ist Ungarn strategisch, als dass man denen nicht bestimmte Grenzen aufzeigen könnte? Bitte, ich frage hier vorne bitte. Jetzt sofort. So, Sie sammeln Fragen jetzt. Wir sammeln jetzt 3. Okay. Nochmal, wir haben 7:56. Ja. Also Frage an Herrn Massala und Herrn Dietz. Also Sie waren sich zwar nicht in allem einig, aber dahingehend, dass die deutsche Demokratie, die EU-Demokratie nicht bedroht wäre durch den russischen Angriffskrieg. Sehe ich anders, aber das ist keine Frage. Die Frage wäre, was erwarten Sie denn, was die politischen Auswirkungen in der EU und in Deutschland wären, wenn Russland, Gott bewahre, den Krieg gewinnen würde? Gäbe es da überhaupt keine innenpolitischen Auswirkungen oder was erwarten Sie innenpolitisch bei uns? Eine dritte Frage. Die dritte Frage, bitte. Ich verstehe nichts. Ich höre nichts. Ich verstehe kein Wort. Ich weiß noch nicht mal, wer spricht. Also ich habe keine Ahnung. Wir brauchen jetzt erstmal. Wer hat das Mikrofon hier von hier vorne, bitte? Ja. Ja. Ich möchte das Thema ein bisschen ändern. Und zwar Krieg und Soldatentum werden von Männern gemacht hauptsächlich. Ja. Ich möchte jetzt mal Sie, Frau Huss, mehr ansprechen. Die Frau in Russland, die Frau in der Ukraine und die Frau hier in Deutschland oder in Europa. Ne? Wie kriegt sie das auf die Reihe? Denn sie ist die Leidende mit ihren Kindern. Oh, ist das, ich finde es schön, dass die ukrainische Frau auf der lokalen Ebene mitmacht. Es gibt 5000 ukrainische Scharfschützinnen. Ja. 5000, nur die Scharfschützinnen. Aber ein Krieg ist kein Dauerzustand. Und damit müssen die Frauen fertig werden. Okay, also wir haben die Frage verstanden. Und ich würde jetzt, wenn das so ist, einfach der Reihenfolge nachgehen. Erste Frage, erste Antwort, zweite und dann so weiter. An wen hat sich die erste Frage nochmal gerichtet? Das war, glaube ich, Thomas, du warst das. Ne? Das war die Ungarn-Frage und Rheinmetall. War auch die Frage, ob Ungarn für die NATO so wichtig ist und wie die damit umgeht. Von daher würde ich das Karle überlassen. Also es ist so, dass die Europäische Union eine Verfassung hat, die zwar nicht Verfassung genannt wird, aber eine Verfassung ist, nach der die Mitgliedstaaten im Rat gleichberechtigt sind und dort für bestimmte Fragen auch Vetorechte haben. Das kann jetzt die EU nicht so ohne weiteres außer Kraft setzen. Die Frage ist, warum bestimmte politische Gruppierungen gegen bestimmte vermeintliche Anführer von Parteien nicht früher sich gewehrt haben und sozusagen dort für klarere Fronten gesorgt haben. Also wir können, glaube ich, das ist nicht, also wir sind so in einer Situation, wo wir jetzt nicht einfach hergehen können und können jetzt sagen, ihr Ungarn, bleibt uns mal weg, sondern wir müssen, wie das die Kommission auch macht, mit bestimmten Verfahren halt eben, und das ist ein langwieriger Prozess, müssen wir halt versuchen, die Verletzungen, Rechtsverletzungen, die Ungarn begeht, entsprechend einzuhegen. Und wir müssen uns immer im Klaren darüber sein, dass wir und unsere Nachbarländer auch nicht gefeit sind gegen ähnliche politische Gruppierungen, weil wir dürfen das nicht sozusagen so aussehen lassen, als ob jetzt nur die Ungarn das Problem wären. Sondern wir haben sozusagen ein transnationales Problem in Europa, das in unterschiedlichen Ländern wegen der unterschiedlichen Traditionen anders aussieht, aber es ist auch nicht so, dass es nur die Ungarn sind.
Und wir müssen mal gucken, wie sich die deutsche politische Landschaft in den nächsten Monaten entwickelt. Da sind ja auch ganz ungute Entwicklungen derzeit im Gange. Von daher halte ich jetzt nicht viel von Ungarn-Bashing. Ja, es ist ein Problem der Europäischen Union, dass sie mit solchen Konflikten nicht sozusagen so umgehen kann, dass die jetzt sozusagen einfach sozusagen morgen gelöst sind. Ja, das ist ein Problem. Und jetzt können wir lange darüber reden, warum wir in der Situation sind, in der wir sind, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Aber Frau Huss wollte sich gerade gemeldet, auch zu dem Punkt und dann vielleicht zu dem letzten. Ich finde, es ist eine extrem wichtige Frage, weil Sie gehen gerade darauf hin, was ist neue Definition von Gefahren und wie sie in Netzwerke funktionieren. Und wie Herr Dietz am Anfang angedeutet hat, dass Russland übt eine asymmetrische Zusammenarbeit, würde ich sagen, und aus. Und dieser Einfluss, der ist meistens negativ, und das haben wir nicht nur in Ungarn, sondern auch in Deutschland gesehen, vor allem durch Gassektor und Energiesektor, weil zum Beispiel Gasspeicher in Deutschland, zu einem Teil gehört auch Gazprom. Und zum ersten Mal vor der Invasion wurde dieser Gasspeicher auch nicht befüllt oder Anteil von Russland. Im Nachhinein wissen wir warum, weil das alles den Druck ausgeübt hat, dass Deutschland im Prinzip gefesselte Hände hatte, um sich sofort in die Reaktion zu engagieren und für die Sanktionen oder strikte Sanktionen sich auszusprechen. Also das hat die ganze Kette an Verbindungen, die erst im Nachhinein klar wird, aber vorerst sieht das nach einem lukrativen Geschäft aus und wirtschaftliche Beziehungen. Und von daher muss man sich zweimal überlegen und insgesamt auch, ob und inwiefern die EU sich mit autoritären Regimen in den Handel begibt. Vielleicht noch ein anderer Punkt dazu. 2021, vor Kriegsbeginn im Sommer, hat Russland den kompletten Chip-Weltmarkt leer gekauft. Die haben also ihre Lager total gefüllt, weil man die Chips brauchte, um die Raketen zu bestücken. Und alle haben sich gewundert, warum es so schwierig ist, Computer zu kaufen. Und das hat eben auch damit zu tun. Das ist ein Beweis, es gibt noch viele andere Beweise dafür, dass eigentlich die Entscheidung zum Krieg nicht erst am 24. Genau. Februar, schon im Laufe des Jahres 2021 gefallen ist. Jetzt machen wir beide das Ding hier zu Ende. Sie noch die Antwort und ich schließe dann ab. Passt? Ja, ganz kurz, Ungarn. Also anders als die Europäische Union hat die NATO keine Mechanismen und Verfahren, um sozusagen widerspenstige Mitglieder irgendwie in die Pflicht zu nehmen und in eine bestimmte Politikrichtung zu bringen. Es ist extrem schwierig und dieser Fall ist eigentlich kaum zu erreichen, ein Mitglied aus der NATO auszuschließen. Ja? Es gibt dann bestimmte Kautelen, aber eigentlich sind sie völlig unrealistisch. Und der Punkt ist, sie können den normalen politischen Druck aufmachen, aber wenn sich Ungarn verweigert, dann verweigert sich Ungarn und dann geht es noch weiter, dann legt es sozusagen, was es bisher selten gemacht hat in der NATO, ein Veto ein im NATO-Rat und dann funktioniert überhaupt nichts. So. Ungarn ist nicht strategisch aus Sicht der NATO nicht so bedeutend wie die Türkei, aber das sind sozusagen die zwei Problemstaaten, die existieren in der NATO. Ja. Innenpolitische Auswirkungen habe ich wenig Ahnung, aber ich glaube natürlich sozusagen, dass das, also wenn Russland sich in der Ukraine durchsetzt und zwar dauerhaft durchsetzt, dann wird das nochmal einen Aufschwung für die Rechtsextremen und die Linksextremen geben, die jetzt hier unisono sozusagen sich russischen Positionen anschließen und sich von Russland instrumentalisieren lassen. Also dann wird das natürlich auch dann auch irgendwie über die Zeit ja legitimiert, weil die öffentliche Aufmerksamkeit wird ja dann auch zurückgehen. Und dann wird legitimiert, dass wir Parteien haben, die einfach sagen, die darauf verweisen können, dass sie eigentlich seit dem 24.02. auf der Seite Russlands des Gewinners gestanden haben. Ja, ich glaube, das könnte... Will er mich ohrfeigen? Nein, hoffe ich ja nicht. Also ich habe nur Ohrfeige gehört. Vor Sie. Ja, genau. Ich habe auch nur Ohrfeige. Mach das schon allein. Jetzt machen wir den Punkt zu Ende. Und, so, und jetzt bringen Sie den Ball nach Hause. Ja, okay, das muss ich den Ball nach Hause bringen. Aber der letzte Punkt ist mir noch ganz entscheidend wichtig. Ich möchte nochmal loswerden. Also wir sind uns doch alle im Klaren darüber, dass die AfD momentan nichts anderes ist als der verlängerte parlamentarische Arm des Kremls hier in Deutschland. Und wer aus welchen Gründen auch immer, die mir völlig unverständlich bleiben, wie der Herr dort oben, tatsächlich dann sein Kreuz bei der AfD macht, der muss
davon ausgehen, dass er damit seine Stimme dem russischen Imperialismus gibt. Das ist mir, glaube ich, ganz wichtig, auch angesichts der aktuellen Situation nochmal festzuhalten. Der letzte Punkt auf Ihre Frage. Ich möchte darauf hinweisen, dass im Institut für Politikwissenschaften momentan ein ganz tolles studentisches Lehrprojekt läuft. Und da beschäftigt man sich mit der Darstellung ukrainischer Soldatinnen. Also wie das vermittelt wird. Also das finde ich ganz hervorragend und ich stehe mit einem Studenten, der auch bei uns studiert, im Kontakt und ich bin ganz gespannt, was dabei rauskommt. Und ich finde das wichtig, dass man das eventuell dann auch, das wäre so der Appell an dein Institut, dass man das auch in die Tübinger Öffentlichkeit trägt. So, und ich möchte jetzt nochmal darauf hinweisen, bevor ich es vergesse, das ist oben an der Wand, ich habe vor 30 Minuten das umgestellt. Wir haben am 12. Juli haben wir die Abschlussveranstaltung unserer diesemestrigen dreiteiligen Vortragsreihe Brennpunkt Ukraine. Nochmal, wir haben mit Frau Snaidako und Mischenko zwei hervorragende Publizistinnen aus der Ukraine für uns gewonnen. Und es geht um Westplaining. Alles ist teurer als ukrainisches Leben. Meine sehr geschätzte Kollegin Shamada Shahadat hat diesen wunderbaren Sammelband herausgegeben, der auch sehr tolle Rezensionen in den Feuilletons erhalten hat. Und ich kann Ihnen alle nur die Lektüre dieses Bandes ans Herz legen. Man erfährt eine ganze Menge über die osteuropäischen Perspektiven, die wir oftmals in dieser Brisanz so nicht wahrgenommen haben. Also unbedingt lesenswert. Und jetzt möchte ich mich bei meinen drei Gästen hier ganz herzlich, ich mache jetzt den Lanz, also ganz herzlich bedanken, dass Sie mit uns so toll diskutiert haben und dass es uns, glaube ich, gelungen ist, in den letzten 120 Minuten nicht nur viel zu schwitzen, sondern auch einiges an wichtigen Informationen hier zu verbreiten. Es hat richtig Spaß gemacht und ich hoffe, wir können das irgendwann mal, wenn dieser verdammte Krieg zu Ende gegangen ist, hier in Tübingen nochmal wiederholen. Und Ihnen allen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für das Mitschwitzen. Vielen Dank. Das ist gut gemacht.